Ja. Ja. Okay. Ja. Akustik-Test. Besser? Ja. Ich muss mir erstmal den Chat nochmal hierher holen und den Stream. Offen habe ich ihn. Ich habe mich gerade schon doppelt gehört. Mit Delay. Ah, Pai ist auch zum Raid da gekommen. Da gekommen, mitgekommen. Da gekommen. Gut Deutsch. Sowas würde man überarbeiten. Um direkt ins Thema einzusteigen. Okay. Ich wollte eigentlich mit einer Vorstellung beginnen, aber wir können das Ganze ja auch Nee, überspringen. mach nach deinem Plan. Okay. Moment, in welcher Reihenfolge machen wir das? Eigentlich am logischsten wäre es, wenn Caro sich vorstellt, glaube ich. Okay. Also ich glaube, mich kennen die Leute aber doch schon, oder? Also so inzwischen. Ja, ich würde trotzdem kurz nochmal. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ich fange an. Okay. Moin. Ich bin Caro mit Nachname Summer. Ja, Summer, nicht Sammer. Es ist tatsächlich eingedeutscht. Und ja, es ist mein echter Name. Es ist kein Pseudonym, auch wenn es mir keiner glaubt. Es steht wirklich in meinem Personalausweis so. Ich bin Autorin von Urban Fantasy Krimis und arbeite derzeit an einer Tetralogie, die im Herbst abgeschlossen wird. Ja, und ansonsten, was tue ich ansonsten noch? Ich backe Kuchen und Kekse und erstelle Cover und Illustrationen und ansonsten lebe ich von Wörtern. Ja, da hält jemand mein Buch in die Kamera. Das ist Band 1. Man sieht mit. Ja. Und ansonsten findet man mich auf Social Media, abgesehen von Twitch, unter Wanderkrähe. Und zwar überall und immer. Von daher, wer mehr wissen möchte, kann auf beliebigen Social Media Kanälen Wanderkrähe eingeben und wird mich normalerweise finden. Sonst gibt es, glaube ich, nichts Interessantes über mich zu sagen. Gut. Ellie, möchtest du dann weitermachen? Ja, dann übernehme ich mal. Hi, ich bin Ellie oder auch Elise Glendower. Mein neues Pseudonym, das ich versuche durchzusetzen. Ich streame, ich schreibe und mache Fernsehkram und bin hier zum Reden mit meiner unqualifizierten Meinung. Ach, Quatsch. Ja. Du bist auch qualifiziert. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ich bin auch Ein ein bisschen bisschen. qualifiziert. Hi, ich bin Arthur. Ich streame auf Twitch. Ich schreibe Bücher. Das ist komplett improvisiert. Auch wenn ich das jetzt das schon das dritte Mal mache oder so. Ja, aktuell schreibe ich an einer Trilogie. Aber bisher ist noch nicht viel davon raus. Eigentlich noch gar nichts. Ich sollte wirklich retournierter sein dabei. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich dachte mir auch gerade so, ich sollte mich fürs nächste Mal einfach eine runterschreiben und die auswendig lernen, damit ich die einfach runterrezitieren kann, weil ich jedes Mal hier sitze und bin so, was soll ich über mich sagen? Ich weiß nichts. Ja, Wenn ihr mal an das ging Messeständen mal so. gestanden habt und das 100 Mal gemacht habt, habt ihr das Intus. Ja, Das ist das ist genau wie mal. Pitchen. Ja, sag mal 3 Sätze über deinen Roman. Also. Und das kenne ich von ganz vielen Leuten und dass ich sage immer, das Heilsamste dazu ist, hab einen Messestand und verkauf dein Zeug. Dann lernst du pitchen. Das funktioniert. Ja. Das So am stimmt. besten so 3 Tage Messe am Stück und dann kommen ganz viele Leute und fragen dich, worum es in diesem Buch geht. Und du wirst sehr schnell merken, dass du damit dich sehr kurz fassen musst, weil die Leute sonst ganz schnell wieder gehen. Den Elevator Pitch. Einfach vorstellen, man fährt im Aufzug mit Leuten. Genau. Genau. Stimmt. Und man muss das schnell vorstellen, sonst sind die weg. Deswegen fahre ich keine Aufzüge. Hast du Angst, dass du. Dass ich mit Leuten reden muss, ja. Oh. Okay, ich fahre auf der Arbeit mit dem Aufzug, also.
Aber der ist so klein, da passt halt eh nur eine Person rein nach Corona-Richtlinien, von daher. Aber ja. Wenn ich jemals erfahre, dass irgendwer Bücher schreibt und ich steige mit dieser Person in den Aufzug, dann werde ich direkt, wenn sich die Tür schließt, sag mal, du schreibst doch Bücher, oder? Kannst du mir etwas darüber erzählen? Die meisten Leute im Chat laufen Treppen, ja, ich auch. Ich laufe auch meistens Treppen, ja. Ja, manchmal laufe ich auch, aber das ist so, ich muss von minus 1 in 2 und dann bin ich zu faul und dann bin ich tot, wenn ich oben angekommen bin und dann laufe ich nur runter. Hi. Hallo Raider. Ja, mein Waschbären. Waschbären Raid. Hi. Moin. Dankeschön für den Raid. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch nochmal einzeln. Wir haben bisher uns erst vorgestellt und gemerkt, dass Caro damit sehr, sehr viel mehr Erfahrung hat als ich und Ellie. Oh ja. Okay, wer ist denn da? Aurora, Omako, Kommafalter. Eleanor, Pi McFly, Saskia, Poison, Lisette, Kerstin. Und ich glaube, das war's. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ihr hier seid. Und viel, viel Spaß beim Zuhören. Und auch, ihr könnt auch Fragen stellen, dann antworten wir darauf natürlich auch. Und Aratu ist auch da. Hey. Es kann nie genug Falter geben. Ah, und. Ja, genau, ich denke auch. Und Omako ist jetzt ein Axolotl. Herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Gut. Mich irritiert der Delay. Ich sehe dich zeitverzögert. Das ist komisch. Ja, also mein Plan ist in Zukunft, das so zu machen, dass wir uns gegenseitig sehen können und der Stream auch alle Leute sehen kann. Aber dafür bräuchte ich noch eine neue Webcam. Ja, Discord. OBS blockiert quasi die Webcam und deswegen. Ich kenne das Problem. Ja. Yep. Ich muss es auch noch irgendwie mal fixen. Okay, dann wollen wir dann anfangen mit dem Thema. Gerne. Ja. Gut. Die erste Frage, die sich stellt, okay, angenommen, wir haben unseren ersten Roman oder vielleicht auch eine Kurzgeschichte fertig geschrieben. Oder beziehungsweise ihr habt was fertig geschrieben. Wie lange lasst ihr das normalerweise liegen? Das kommt drauf an, was es ist tatsächlich. Bei einer Kurzgeschichte nicht so lange wie bei einem Roman. Und es kommt auch drauf an, wie viel ich sonst noch in der Pipeline habe und woran ich dann in dem Moment auch arbeiten muss. Aber mal mindestens 3 Wochen. So. Auch bei Kurzgeschichten mindestens 3 Wochen, oder? Ich versuche es. Also es kommt drauf an, für was ich sie jetzt, wenn ich weiß, dass die in eine Anthologie zum Beispiel rein soll und ich weiß, okay, wenn ich das Ding jetzt abschicke und ich habe die Frist ist um und dann dauert das sowieso erstmal, bis ich Feedback bekomme zu dem Teil und bis da mal ein Lektorat rübergeht und so weiter, dann ist es mir eigentlich, dann nehme ich mir nicht vor, wie lange ich die liegen lasse, sondern dann liegt die halt da, bis eine Rückmeldung kommt. Und bei Romanen, also tatsächlich in der Buchreihe bei mir aktuell, liegen die teilweise länger als einen Monat, weil dann halt einfach andere Arbeitsschritte anstehen, die auch länger dauern. Aber ich finde wichtig, dass so 3 Wochen, denke ich schon, dass man Abstand echt dazu gewinnt, weil man sich sonst noch zu sehr dran erinnert. Und dann fallen einem Fehler nicht auf, wenn man betriebsblind ist. Also mir geht es zumindest so. Mhm. Mhm. Wie ist bei euch? Ja, gut, ich habe bisher nur Kurzgeschichten überarbeitet, aber da habe ich es eigentlich immer relativ zeitnah gemacht. Also gut, ich habe halt bisher dann auch für Ausschreibungen meistens geschrieben und dann hatte ich halt diesen Termindruck. Und ich glaube, jetzt habe ich das letzte Mal, da hatte ich noch relativ viel Zeit dazwischen, da habe ich, glaube ich, einen Tag später so den ersten groben alle Tippfehler beseitigen und halt so die kleinen Sachen, die gerade aufgefallen sind und habe es dann halt irgendwie eine halbe Woche oder so liegen lassen und dann halt überarbeitet, weil ich halt wusste, okay, es sollte halt schnell dann auch weg.
ich weiß nicht, ich glaube, beim Roman würde ich, glaube ich, auch so 2 bis 3 Wochen bis einen Monat liegen lassen. Aber länger halt auch nicht, weil ich habe jetzt auch, ich hatte 2015 mal einen Roman fertig geschrieben, wollte den dann irgendwie mit den seit 3 Jahren überarbeiten, aber irgendwie ist halt schon wieder zu viel Zeit vergangen, dass ich halt keine Lust mehr drauf habe, weil ich irgendwie der Abstand zu dem Projekt so stark ist, dass ich halt einfach keinen Zugang mehr überhaupt zu der Geschichte habe. Und dann bin ich jetzt so, gut, nach 6 Jahren wird das dann wohl so schnell nichts mehr, ich fühle die Story nicht mehr und dann macht es halt auch irgendwann keinen Sinn mehr. Das ist auch das Phänomen, das man hat, wenn man Dinge wirklich zu lange liegen lässt, dass man sie eigentlich komplett neu schreiben möchte. Das geht ganz, ganz, ganz vielen Leuten so. Ja, ja, das ging mir jetzt auch so, ja. Ich habe tatsächlich auch das, ich lese ja aktuell meine Reihe vor und das Band 1 veröffentlicht wurde, ist Anfang 2018 gewesen. Ich habe den jetzt letztes Jahr einmal gelesen, vorgelesen und ich sehe so viele Stellen, wo ich mir denke, könnte ich jetzt einen Rotstift ansetzen? Und das Buch ist halt veröffentlicht, ne? Also ich setze da keinen Rotstift mehr. Ich meine, vielleicht mache ich irgendwann mal nochmal eine Auflage, eine Neuauflage und dann kann man da noch ein bisschen was drin ändern. Aber das ist so, dass, weil man sich im Schreiben sehr weiterentwickelt und wenn man Texte zu lange liegen lässt, dann hat man sich eventuell sogar so weit weiterentwickelt, dass man im Endeffekt nochmal von vorne anfangen könnte oder sich tot überarbeitet. Ja, ich habe bei dem Projekt jetzt auch gemerkt, ich müsste es halt wirklich komplett neu schreiben, einfach weil ich weder weiß, was meine Gedanken waren, teilweise Themen drin vorkommen, die ich damals einfach, über die ich keine Ahnung hatte. Halt, es war relativ viel so auf psychologischer Ebene und sehr viel mit Mental Health und so. Und inzwischen weiß ich halt, ich müsste so viel Recherche da reinstecken, dass es der Zeitaufwand einfach nicht mehr wert ist. Und ja. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei mir ist es so ähnlich. Also Kurzgeschichten lasse ich meistens ein paar Tage lang liegen und Romane etwa einen Monat. Wobei ich so ein ähnliches Phänomen habe, wie ihr das gerade beschrieben habt. Meinem ersten Band, den ich geschrieben habe. Ich habe ihn geschrieben, aber nie veröffentlicht, weil ich mir dachte, ich schreibe erstmal die komplette Trilogie zu Ende und dann überarbeite ich nochmal alles und jetzt ist so viel Zeit vergangen. Eigentlich ist es vielleicht ein Jahr vergangen, aber jetzt da nochmal ranzusetzen ist, ich habe es noch nicht gemacht. Ich schwanke zwischen, okay, ich muss das komplette Projekt umwerfen, alles ändern, richtig viel hinzufügen. Und eigentlich kann das so bleiben, vielleicht noch ein paar Korrekturen, ein paar kleine. Ja. Es ist aber ja gar nicht mal, eigentlich ist das ein relativ guter Plan, zu sagen, man schreibt erst eine komplette Reihe fertig und veröffentlicht dann. Das macht sehr viel Sinn. Alleine schon, wenn man tatsächlich nicht so der Plotter ist, sondern halt auch einen Teil quasi spontan drauf losschreibt, hat man das oft, dass man sonst gucken muss, dass man sich nicht in irgendwelche Plot-Dinge verstrickt. Sondern man kann halt wirklich, bevor man veröffentlicht, alles nochmal gerade biegen. Es sei denn, man hat wirklich halt alles komplett durchgeplottet und weiß, wenn man den ersten Band schon schreibt, ganz, ganz sicher, wie der letzte Band halt ausgeht. Ansonsten würde ich, glaube ich, jedem raten, schreib eine Reihe erst zu Ende, bevor du anfängst zu veröffentlichen, wenn du nicht schon x Jahre Erfahrung hast und genau weißt, was du da tust. So wurden nämlich auch schon viele Reihen angefangen und nicht beendet. Das ist halt auch noch sowas vom Überarbeiten her, aus genau dem Grund, dass man dann halt, okay, muss ich das jetzt alles nochmal umwerfen? Kann ich das so machen? Kann ich dies so machen? Und dann hängt man in der Überarbeitungs-Endlosschleife quasi fest. Das ist auch nicht gut. Ja. Und nein, ich habe die Reihe nicht fertig geschrieben, bevor ich veröffentlicht habe. Und ja, ich wusste, als ich den ersten Satz von Band 1 geschrieben habe, wie Band 4 ausgeht. Von daher, ich halte mich doch tatsächlich an meine eigenen Hinweise, so semi. Naja, ich wusste eigentlich auch, wo ich hin wollte, ganz am Ende von der Geschichte, von Band 3. Hier zweifle ich ein bisschen an dem Ende, vielleicht mache ich es doch anders, aber gut, jetzt habe ich ja das gemacht mit dem erst alles zu Ende schreiben, ja. Beziehungsweise bin gerade dran.
Da bin ich froh, dass ich eigentlich nur Einzelbände schreibe und kaum rein. Das bleibt mir so ein bisschen erspart. Zumindest meine Krimi-Sachen sind halt alle so gleiches Universum, aber halt alles so abgeschlossene Bände. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Weil ich das glaube, ja. Wird sehr, sehr, sehr viel Zeit ins Land gehen, bis ich wieder einen Krimi schreibe, der sich teilweise Handlungsstränge über 4 Bände ziehen. Ich habe diesen Plot nie digitalisiert, tatsächlich. Oha. Es existiert alles handschriftlich und ich habe es niemals übernommen und es ist Gott sei Dank in meinem Kopf und ich habe sehr viele Dinge in meinem Kopf auch parat. Von daher aber das nachzuvollziehen ist eine spannende Sache und ich glaube, so schnell schreibe ich, glaube ich, auch Krimis nur noch, zumindest Krimi-Teile von Büchern nur noch in quasi abgeschlossenen Bänden. So am Ende vom Buch weiß man, wer der Täter war und zieht es nicht mehr über mehrere Bücher. Das ist echt anstrengend zu plotten. Das glaube ich. Ja, glaube ich auch. Aber wiederum auch sehr, auch ein schönes Gefühl, oder? Wenn es passt und wenn es so kompliziert ist und so groß, aber es passt alles. Ja, wobei ich jetzt inzwischen sagen muss, langsam wird es echt schwierig, weil ich oft bei Testlesenden auch da sitze und dann Fragen bekomme und mir denke, okay, das ist so dieses, an welcher Stelle streut man Hinweise und wie groß sind diese Hinweise? Selbst gar nicht mehr abschätzen kann, okay, habe ich hier gerade ein komplettes Brot auf den Weg geschmissen? Oder sind das 3 Mehlkrümelchen, die eh kein Mensch erkennt? Und in welchem Maß ist es jetzt sinnvoll? Und an welchem Punkt, weil ich einfach schon alles weiß, aber mich dann in die Testlesenden reinversetzen muss, an welchem Punkt die gerade sind, mit welchem Wissensstand und ob die Geschichte dann auch schon Sinn macht. Ich hatte auch tatsächlich, im dritten Band war das ein Kapitel, das ging 3-mal durchs Lektorat und es lief darauf hinaus, dass ich meine Lektorin wirklich, dass wir komplett die restliche Handlung, die auf diesem Kapitel in dem Folgeband, der noch kommt, aufbaut, einmal komplett durchgesprochen haben, damit sie weiß, worauf ich hinaus will und wohin das mal führen soll, damit das noch irgendwelchen Sinn ergibt für die Lesenden und nicht zu undurchsichtig wird, aber auch nicht zu viel verrät. Das war ein Akt, ein ziemlich großer. Also das ist auch so was, da muss man dann auch beim Überarbeiten auch aufpassen. Und ich komme auch durcheinander, was in welchem Buch steht. Also ich weiß die Reihenfolge der Geschichte, aber wenn mir einer kommt mit, ja, und in Band 2 in Kapitel 15 und ich denke mir immer nur so, Moment, wo bist du gerade? Und greife dann immer schon so entweder nach der Datei oder nach dem Buch und fange an zu blättern, um zu gucken, an welcher Stelle der Geschichte die Person jetzt ist und zu rekapitulieren, okay, was weiß die Person, was weiß sie nicht? Und wenn ich jetzt eine Frage gestellt bekomme, auf was darf ich antworten, ohne zu spoilern? Das ist, schwierig. Ja, das glaube ich. Oh, wir haben eine Frage im Chat. Die zwar nicht direkt auf das Thema bezogen ist, aber ich denke, wir können trotzdem gern darauf eingehen. Ja, einfach alles. Genau. Alles fragen. Von Daryl Deadshot. Wie oft fangt ihr so an Bücher? Genau, Moment. Wie oft fangt ihr an? Nochmal. Wie oft fangt ihr Bücher an und verwerft die Idee einfach wieder komplett? Ich habe mehrfach versucht, mit dem Schreiben anzufangen, aber selber recht schnell die Begeisterung für meine Geschichte verloren. Sagen wir so, ich habe vor einigen Jahren mal mir eine Excel-Tabelle gemacht, oder ich glaube ein Word-Dokument, eine Tabelle mit allen Ideen, die ich seit 2010 ungefähr hatte. Und ich schreibe aktiv seit 2008 vielleicht. Und damals, ich weiß nicht, die Liste war von 2013 oder so, waren es über 200 Ideen. Manche haben es auf eine Seite Text geschafft, andere auf irgendwie 10 Seiten, andere waren einfach nur eine Idee. Und das ist aber auch schon 7 Jahre her oder so. Dementsprechend hat sich die Zahl vermutlich verdoppelt. Okay. Also sehr oft. Ich habe viele Ideen, sehr viele Ideen. Was ich aber anfange zu schreiben, schreibe ich meistens fertig. Ich habe insgesamt 12 Bücher geschrieben. Ein angefangenes, das ich nie zu Ende geschrieben habe. Das war ein Krimi und ich war, keine Ahnung, zu jung, um ordentlich Krimi zu plotten anscheinend.
und habe ihn nicht gescheit geplottet und wusste dann nicht, wie er ausgehen soll, weshalb er nie ein Ende bekommen hat. Vielleicht nehme ich dieses Projekt irgendwann mal nochmal in die Finger, aber es ist halt wirklich ein Jugendprojekt. Das wurde nicht zu Ende geschrieben. Ansonsten liegen in meiner Schublade 8 unveröffentlichte Bücher. 3 sind veröffentlicht und das 12. quasi dann ist jetzt auf dem Weg, also gerade im Lektorat. Ich fange also selten Dinge an, die ich nicht fertig mache. Allerdings muss ich auch Ideen haben, die ich dann wirklich anfange zu schreiben. Es gibt viele Ideen, die in meinem Kopf schon aussortiert werden und die es auch nicht in ein Notizbuch schaffen. Und was es nicht in ein Notizbuch schafft, wird halt auch nicht geschrieben. Aber das sind dann halt verworfene Ideen, auch für Kurzgeschichten oder so. Aber ansonsten, schreibe ich fertig, was ich anfange. Ja, ich habe auch ein paar Mal angefangen zu schreiben und die Geschichte nicht zu Ende geschrieben. Also es ist mir auch mal auch häufiger passiert. Ich habe ja auch bisher noch kein Buch wirklich zu Ende, außer eine Fanfiction mit etwa 40 Seiten, aber die zähle ich mal nicht mit. Warum nicht? Fanfictions kann man doch trotzdem mitzählen. Stimmt, hast eigentlich recht. Okay, dann habe ich ein Buch wirklich zu Ende geschrieben, aber nicht überarbeitet. Stimmt, doch. Also wenn man zu Ende schreiben zählt, habe ich eigentlich dann insgesamt 3 Bücher zu Ende geschrieben, aber noch nicht in einem solchen Stand, dass ich sie auch veröffentlichen würde, sondern einfach nur Ende drunter gesetzt. Und ich habe auch eine Sammlung von Ideen, die ich interessant finde, dass meistens nehme ich diese Ideen und anstatt ein ganzes Buch drüber zu schreiben, schreibe ich die beste Szene daraus als Kurzgeschichte dann. Also das war cool. Ja, das die Idee habe ich von Neil Gaiman. Und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee mit Kurzgeschichten. Ich schreibe zu wenig Kurzgeschichten zum Beispiel. Total selten eigentlich im Vergleich dazu, dass ich ganze Novellen, also sagen wir mal alles, was so über 180 Seiten hat. Wie ist das nochmal? War das nicht so, bis 180 Seiten ist es Novelle und ab 180 Seiten ist es Buch oder so? Ich weiß diese Regeln nie, weil ich sie blöd finde. Aber ich glaube, ich kann nicht kurz. Das ist ganz furchtbar. Ich meine, ich schreibe auch eine Tetralogie, die 4 Bände hat, um die 500 Normseiten pro Band. Oder mehr. Ich habe das letztens mal zusammengerechnet. Also aktueller Stand sind es 2100 Normseiten, inklusive des gerade im Lektorat befindlichen Buches. Und ich muss echt üben, Kurzgeschichten zu schreiben und die auch entsprechend zu überarbeiten. Das steht groß auf meiner Liste. Mehr Kurzgeschichten. Kann ich eine Scheibe bei euch abschneiden. Ja, ich habe auch letztes Jahr circa angefangen, mehr Kurzgeschichten zu schreiben. Ich habe irgendwann, 2017 war das, glaube ich, habe ich eine Anthologie drin gehabt. Aber selbst, also die fand ich halt auch nicht mehr gut. Die würde ich halt jetzt auch nochmal irgendwann überarbeiten vielleicht, mal gucken. Aber ich habe allein jetzt aktuell eigentlich 7 offene Projekte, wo ich sagen würde, so die will ich halt irgendwann in dem nächsten Jahrzehnt mal schreiben. Aber ja, es ist halt alles, es dümpelt alles irgendwo bei 30 bis 50.000 Wörtern rum, aber es wird halt nichts fertig und das ist irgendwie ein bisschen deprimierend. Das kommt oft, wenn man so viele Projekte gleichzeitig anfängt. Ja. Dabei habe ich mir schon gesagt, so ich mache eins nach dem anderen und aber irgendwie das eine war halt vom Nano und dann habe ich aber irgendwie dann keine Lust mehr gehabt, als der Nano vorbei war, weil ich nicht mehr so viel Motivation hatte, weil ich gerade einen Monat 50.000 Wörter durchgeschrieben habe. Nachdem ich das noch nie vorher geschafft habe und dann irgendwie war so ein Tief und dann habe ich was anderes angefangen und dann, ja, jetzt bin ich so, ich könnte es auch noch fertig machen. Vielleicht versuche ich es demnächst mal. Also wenn es euch tröstet, ich habe noch nie in einem Monat 50.000 Wörter geschrieben. Noch nie. Mein Schnitt sind 10.000 Wörter pro Monat. Wobei ich quasi auch, also jeden Monat, wo ich mir aktiv vornehme, an einem Manuskript zu arbeiten, schreibend, also an einer Erstfassung, wenn ich gerade eine Erstfassungsphase habe, sind 10.000 Wörter im Monat. Ich habe also quasi dann jeden Schreibmonat mein Mini-Nano. Habe noch nie Nano mitgemacht. Von daher, 50.000 Wörter im Monat. Respekt. Also Respekt, Respekt. Und ich habe vorher 2 Jahre lang nicht wirklich geschrieben.
abseits von Hausarbeiten. Einfach und dann war ich so, okay, what? vielleicht waren das einfach so die 2 Jahre, die sich angestaut haben und die dann raus wollten. Vielleicht war es das. Aber ja, vielleicht muss ich das Projekt mal irgendwie nochmal. Weil es war eigentlich relativ am Ende sogar. Ich glaube, es wären nur noch 20.000 Wörter oder so gewesen, die gefehlt hätten. Vielleicht muss ich das echt mal im Juni oder so oder im Juli fürs Nano-Projekt einfach mal nochmal aufnehmen. Der Camp. Genau. Camp NaNoWriMo. Also es ist auch aktuell Camp, ne? Wir haben erst den 7. Ja. Aber aktuell habe ich jetzt die andere Idee. Also für die Leute, die es noch nicht kennen, NaNoWriMo und Camp NaNoWriMo, fangen wir mit dem NaNoWriMo an. Also der NaNoWriMo ist im November und das Ziel ist es, 50.000 Wörter zu schreiben im November. Camp NaNoWriMo sind im April und Juni und ich glaube, das ist quasi dasselbe, aber ein bisschen freier gehalten. Und da motiviert man sich gegenseitig ziemlich stark mit Schreibgruppen, mit Schreibstreams, um am Ball zu bleiben. Und noch eine Sache zu dem Thema Motivation kann Planen sein. Also es gibt Autoren, die setzen sich hin und schreiben ein Buch und andere setzen sich erst hin und planen, was in dem Buch passiert, bevor sie schreiben. Dann gibt es noch und alles Mögliche dazwischen. Also man kann entweder alles 100% planen, das klappt meistens nicht, weil man doch hin und wieder doch ein bisschen was anderes macht. Aber man kann sehr viel planen oder man kann gar nicht planen oder was dazwischen. Vielleicht, wenn man Planung, also wenn man sich verirrt und nicht mehr weiß, wie man weiterschreiben soll, braucht man vielleicht mehr Planung. Oder wenn man es geplant hat und keine Motivation mehr hat, es zu schreiben, dann braucht man weniger Planung. Irgendwie so. Ich denke, das kann auch ein wichtiger Faktor sein, dran zu bleiben. Ja, glaube ich auch. Also so, wie es für jemanden passt. Gut. Ich hoffe, damit wäre die Frage beantwortet. Der Real Dead Short. Falls nicht, wenn du noch mehr Fragen hast, gerne. Sehr aufschlussreich, danke. Sehr schön. Freut mich. Okay. Dann kommen wir zum Thema, genau, überarbeiten. Ja, man hat die Geschichte fertig geschrieben. Sie lag eine Weile rum, damit man Abstand gewonnen hat von der Geschichte und nicht betriebsblind ist. Und jetzt geht es ans Überarbeiten. Wie oft schreibt ihr die Geschichten um? Und geht ihr dabei irgendwie mit einer bestimmten Strategie oder geordnet vor oder eher nach Gefühl? Caro, willst du wieder den Anfang machen? Ja. Genau. Also ich schreibe meine Rohfassung, ich brauche sehr lange für meine Rohfassung, weil ich mir beim Rohfassungsschreiben sehr viele Gedanken mache. Also ich plotte sehr viel und ich brauche sehr lange für die Rohfassung. Ich rechne grob für 100.000 Zeichen, Wörterzeichen, ja, genau. Für ein 100.000 Wörterbuch rechne ich halt meine 10 Monate. Und dann ist das von der Handlung her relativ safe. Das heißt, wirklich große Umschreibaktionen mit riesen Plotlöchern und ich hasse mein Vergangenheits-Ich, weil da steht plötzlich an einer Szene hier coole Action-Szene einfügen und ich sitze in der Überarbeitung da und denke mir nur so, was für eine coole Action-Szene habe ich damals bitte gemeint, gibt es bei mir eher nicht. Ich habe durchaus Szenen, an denen dran steht, hier noch erweitern, von wegen Ablauf verdeutlichen oder halt gerade solche meine absoluten Hass-Szenen zum Schreiben, für die ich lustigerweise sehr häufig gelobt werde, sind magische Action-Szenen, also wirklich so Kampfgeschichten, wo dann irgendwelche Zauber noch mit und irgendwas mit Bannkreisen und dann irgendwelches magisches Feuer. Und beschreibt das mal so, dass jemand bei einem Kampfgeschehen von 3 bis 10 Leuten mal noch mitbekommt, was da gerade Phase ist. Und ich habe also durchaus Szenen, wo dran steht, verdeutlichen und prüfen und Ablauf prüfen und Nachvollziehbarkeit prüfen, aber jetzt nicht ein, schreib eine komplette Action-Szene dahin. Das gibt es bei mir zum Beispiel nicht. Aber es ist so, dass ich dann beim Überarbeiten so das erste Mal lese ich mir den Kram einfach nochmal komplett
durch. Ich lese das ganze Manuskript noch einmal durch und mache mir dann Notizen zu meinen Bestandsnotizen, an welchen Stellen ich was noch ändern würde. Da einen Dialog kürzen, da einen Dialog verlängern, hier Motivation von Charakter XY nochmal verdeutlichen, da noch den und den Hinweis einbauen, prüfen, ob ich auf die und die Sache hingewiesen habe, ob das nachvollziehbar ist, solche Geschichten. Und wenn dann das ganze Manuskript so einmal durchgearbeitet ist, fange ich vorne wieder an und setze diese Notizen um. Und dann gibt's, also ich habe sehr viele Überarbeitungsrunden. Ich habe so circa, bis ein Buch veröffentlicht wird, das Ding circa 15 Mal gelesen. Wow. Ja, aber da ist auch dabei, dass ich, also erstmal, das sind sämtliche Überarbeitungsrunden dabei, sowohl Alpha-Testleser als auch Beta-Testleser, als auch nach dem Lektorat, als auch nach dem Korrektorat. Und nochmal, wenn Abschlussleser drüber geguckt hat, weil ich ein Talent dafür habe, mir im Korrektorat nochmal beim Ausbessern von Rechtschreibfehlern neue Rechtschreibfehler einzubauen. Und ich für solche Scherze, weil ich das sehr gut kann, inzwischen einen Abschlussleser habe, der über mein eingearbeitetes Korrektorat nochmal drüber liest und mir sagt, ob ich irgendwo jetzt, keine Ahnung, Anführungszeichen verbaselt habe oder in einem Wort eine Endung angepasst habe, aber an dem anderen nicht. Oder plötzlich ein Wort doppelt vorkommt, solche lustigen Dinge, ja. Von daher, ne, also dann sind da mehrere Phasen drin. Was ich auch mache, ist zum Beispiel einmal eine Tour tatsächlich mir das Manuskript durchlesen, beziehungsweise ich höre sehr viel Korrektur. Mir liest mein Manuskript die Sprachausgabe vor und höre mir dann an und achte dabei auf Spannungsbögen. Und male mir tatsächlich auch Diagramme dazu, wo ich eine komplette Liste habe, wo die einzelnen Kapitel stehen und ich mir dann aufmale, wie der Spannungsverlauf in den Kapiteln ist. Und wirklich darauf achte, dass ich nirgendwo zu viele Tiefs habe oder wo Cliffhanger sind und wo es halt Sinn macht, dann eventuell nochmal was umzustrukturieren. Das ist was ich beim Überarbeiten mache. Eine Runde geht komplett drauf, für Stilblüten und Wiederholungen. Ich habe eine Notizliste, während ich so diese ersten Sache mache, auf der ich mir aufschreibe, welche Wörter ich offensichtlich beim Verfassen der Rohfassung super toll fand. Als Beispiele, was habe ich im Aktuellen? Ich habe das ja erst gemacht. Das hatte ich gefunden. Lieblingswörter meines Protagonisten sind reichlich und chlorreich. Davon streiche ich meistens einige. Dann, was hatte ich noch? Diverse nur und auch und aber, so die klassischen Füllwörter. Inzwischen zeitweise ein Geistreich habe ich letztens mal massig aus meinem Manuskript entfernt. Solche Dinge, das fällt mir beim Lesen dann irgendwann auf, wo ich mir denke, Oder Charaktere, die sehr häufig hin und her gucken oder sehr oft die Schultern zucken oder solche Dinge. Und dann geht wirklich eine komplette Überarbeitungsrunde nur dafür drauf, diese Wörter zu streichen. Und meine Lieblingsbeschäftigung, da kam der Hinweis diesmal mit der Keule von meinem Beta-Lesenden, streich mal ein paar Adjektive! Also habe ich eine komplette Korrekturrunde nur dafür verwandt, diverse Adjektive aus diesem Manuskript zu streichen. So, solche Dinge. Deshalb habe ich so viele Überarbeitungsrunden, weil ich mir halt wirklich für jede Runde ein Thema vornehme und sage, okay, ich prüfe dieses Buch jetzt genau auf Punkt XYZ. Und dann nächste Runde auf den anderen Punkt und in der nächsten Runde auf das. Ja. Und so schleift man das Ding dann halt fein. Man kann sich vorstellen, wie wenn man ein grobes Holzstück zu einer Kugel schleift. Man raspelt erstmal grob dran rum und dann nimmt man immer feineres Schleifpapier, bis man es halt zum Ende hin dann aufpoliert. Das gibt überraschend viel Sinn. Richtig. Auf jeden Fall. Das ist eine voll gute Taktik. Wie überarbeitet ihr? Ja, das ist die große Frage, weil ich noch nicht so viel überarbeitet habe, aber bei Kurzgeschichten mache ich es halt meistens so, ich lese es halt einmal komplett durch, gehe dann schon mal so die groben Tippfehler, die man halt so macht im Schreibfluss, gehe halt durch, irgendwie, wo ich mir denke, okay, da sind halt irgendwelche Stellen, die ich vielleicht noch ausbauen muss. Entweder baue ich die direkt aus oder mache mir ein Vermerk dran, von wegen so, ey, hier musst du noch ein bisschen mehr, weiß nicht, Gefühlsbeschreibung oder sowas machen. Mache ich mir teilweise aber auch schon in der Rohfassung.
ich bin so ein ganz klassischer Fall von, ich schiebe immer alles auf Zukunfts-Eli, die sich dann drum kümmern darf. Aber ich versuche mir das abzugewöhnen und mache mir auch dann eher Vermerke dran, von wegen so, ey, die Szene musst du vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Oder weiß nicht, hier vielleicht, ja, vielleicht ist das hier ein bisschen lang geworden. Und dann, also bei meiner letzten Kurzgeschichte habe ich so gemacht, dass ich dann nach der ersten groben Überarbeitung das dann an 3 Testleser geschickt habe und dann da quasi verglichen habe, was haben die so angemerkt und das dann nochmal korrigiert habe und dann, als ich dadurch war, nochmal korrigiert, weil ich auch gerne dann bei dem Korrigieren nochmal neue Fehler einbaue und ja. Aber ja, also ich habe da jetzt keinen so super strukturierten Plan mit. Ich gucke dann da, wie da die Sachen sind. Ich habe jetzt bei der darauf geachtet, dass die Zeiten stimmen, dass ich quasi, weil alles eigentlich über einen Tag verteilt gespielt hat, dass ich dann halt immer geguckt habe, so passen die ganzen Vermerke über die Tageszeiten oder so, dass ich jetzt nicht irgendwann geschrieben habe, so, ja, jetzt ist gerade abends und dann ist es plötzlich wieder morgens oder dass es halt irgendwie Sinn gemacht hat, zeitlich. Ja, aber so eine Runde habe ich auch. Ja. So eine Runde habe ich auch. Vor allem, weil in der Reihe auch wirklich Tag und Datum genannt werden über den Kapitelüberschriften. Ja. Sehr, sehr häufig. Und ich habe tatsächlich entdeckt, jetzt in der letzten Überarbeitung vom Lektorat, dass sowohl meine Alpha- als auch meine Beta-Leser einen Zeitfehler nicht entdeckt haben. Der ist mir dann aufgefallen. Ich bin froh, dass ich ihn noch vorm Lektorat gesehen habe. Aber so Zeiten prüfen habe ich auch tatsächlich einmal drin. Und Testlesende sowieso. Also bei Kurzgeschichten logischerweise nicht Alpha und Beta. Ich glaube, Kurzgeschichten brauchen keine 2 Testleserunden. Nee. Bei Romanen ist es bei mir so, dass ich tatsächlich eine Alpha-Runde habe. Also die kriegen auch, ich habe die Rohfassung geschrieben und habe einmal drüber geguckt und ich habe Notizen gemacht und die Szenen entsprechend ausgearbeitet. Und grob geprüft, dass zumindest ich weiß, okay, ich habe meiner Meinung nach keine hässlichen Plotlöcher und unnötige Spannungslöcher oder sonst was drin. Und dann geht das Ding an die Alpha-Leser. Die dürfen dann schon mal gucken und ihren Senf dazugeben. Und in der Zeit liegt zum Beispiel ein Manuskript dann auch noch mal rum. Und wenn mir Alpha-Leser dran sind, lasse ich die Finger vom Manuskript weg. Mhm. Und dann habe ich da auch noch mal eine Pause, wo das Teil dann wieder liegt. Und wenn ich danach nochmal reingucke mit den Anmerkungen der Alpha-Leser und dann nochmal Abstand zu meinem Manuskript habe, bei den Beta-Lesern ist das genauso. Während mein Manuskript bei den Beta-Lesern ist, lasse ich die Finger davon weg. Ich lasse auch jetzt während des im Lektorat ist die Finger davon weg. Und ich habe also auch nicht nur eine Pause, wo das liegt und ich nochmal Abstand dazu gewinne, sondern das Ganze gleich dreimal. Stimmt. Und ja. Wie viel überarbeitest du, bevor es zu den Alpha-Lesern geht? Ja, da tatsächlich, also ich lese die Rohfassung nochmal durch, ich mache meine Notizen und ich arbeite diesen Notizen ein und entferne zumindest, soweit ich sie sehe, die groben Rechtschreibfehler. Mhm. Eine Zeitprüfung mache ich auch noch. Also das, was Eli auch gerade gesagt hat, wirklich gucken, dass wenn man Tageszeiten angibt, dass man nicht im Kapitel 7 21 Uhr hat und in Kapitel 9 plötzlich 20 Uhr, weil das macht keinen Sinn. Es sei denn, man kann Zeitreisen, aber da ich mich von Zeitreisen fernhalte und so verwirrend. Der Wahlspruch meines Protagonisten ist, mit der Zeit lege ich mich nicht an. ja, also das halt. Aber dann sind auch, ich habe auch so Alpha-Leser dabei, die wirklich jeden kleinen Scheiß finden. Meine Beta-Runde ist noch schlimmer. Also ich habe da schon Leute gehabt, die mir Flugnummern überprüft haben, die ich mir eigentlich aus den Fingern gesogen habe, nur um mir zu sagen, dass das nicht sein kann, weil diese Flugnummer eigentlich an den und den Flug vergeben ist, sodass ich mir eine neue Nummer aus den Fingern saugen musste. Also solche Geschichten halt auch. Ne? Aber dann ja, Alpha-Leser eigentlich relativ grob. Die kriegen auch die volle Wucht an Wortwiederholungen, also an Lieblingswörtern und Füllwörtern und an hässlichen Floskeln und was auch immer ich mir so beim Schreiben phasenweise angewöhnt habe, ab und dürfen die da auch bemäkeln, wenn sie es wollen, aber sie müssen es nicht, weil Alpha-Leser sind dafür da, meinen Plot zu prüfen und die Spannungsbögen zu prüfen, wirklich zu gucken, okay, ob diese Geschichte funktioniert, ob Sinn macht, was da steht, ob es spannend ist, was da steht, ob ihnen was fehlt, ob sie was zu viel finden. Ich habe zum Beispiel im aktuellen Manuskript auch 2 Kapitel drin, bei dem die Testlesenden auch sagen, ja, wir verstehen, warum es da ist und wir verstehen, was es tut, aber irgendwas stört uns, wir können nur nicht sagen, was.
Und das ist auch mit genau diesem Vermerk durch beide Testleserunden durch und auch mit diesem Vermerk jetzt an die Lektorin gegangen, in der Hoffnung, dass sie eine Idee dafür hat, wie man es gerade biegen kann. Weil auch ich sage, ich verstehe, was euch, also ich verstehe, dass da was stört, aber ich weiß nicht, wie ich anders umsetzen kann, dass es passender ist. Und oder ob man es tatsächlich lässt oder ob man es an eine andere Stelle schiebt, solche Geschichten halt. Das ist dann halt Lektoratskram. Aber es gibt wirklich Dinge, die bei der Überarbeitung liegen bleiben bis zum Lektorat. Einfach, weil ich ratlos bin. Wobei das auch wirklich Feinarbeit dann ist. Also nichts wirklich Grobes. Und halt auch wirklich auf den Roman gesehen. Mit insgesamt 42 Kapiteln. Ne? Also es ist bei Kurzgeschichten ja nochmal eine andere Sache. Ja, auf jeden Fall. Und Beta-Leser gucken bei mir dann zum Beispiel mehr nach so Sachen wie Stil und ja, halt die ganzen Feinheiten, die prüfen dann Flugnummern und Straßennamen und Uhrzeiten und solche Geschichten. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Das habe ich bisher, glaube ich, kenne ich nur von dir. Also es ist eine interessante Strategie. Vielleicht werde ich die auch mal ausprobieren, wenn ich soweit bin mit meinem Roman. Ja, du musst vor allem halt auch wissen, welche deiner Testlesenden was gut können. Ich habe zum Beispiel Leute dabei, die sagen, frag mich nicht nach Rechtschreibung. Ich bin schlecht in Rechtschreibung und ich habe auch aus allen Sparten Leute dabei. Also ich habe sowohl AutorInnen und selbst Schreibende, als auch tatsächlich Leute, die selbst gar nicht schreiben und aber viel Leser sind und extrem viele Bücher konsumieren. Und dann als Lesende wirklich die klassische Leserposition auch einnehmen. Das also nicht aus AutorInnensicht betrachten, sondern aus Lesersicht. Das ist spannend. Finde ich halt auch wichtig, dass man aus allen Sparten Leute dabei hat. Weil wenn man nur Leute dabei hat, die vom Fach sind, sage ich jetzt mal, hat man nie diese Außensicht. Und jemand, der selbst schreibt, wird immer kritisch sein und auf ganz andere Dinge achten, wie jemand, der zum Beispiel viel Leser ist und extrem viele Bücher konsumiert und schnell liest. Zum Beispiel sind Schnellleser sind auch total wichtig, um zu sehen, ob Dinge untergehen in der Geschichte. Wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der sich jedes Detail merkt und auf alles achtet und das Buch funktioniert, ist gut. Aber wenn dann eine schnelllesende Person dabei ist, die ein Buch quasi wegschlürft wie eine Tasse Kakao, und dann, sag mal, das habe ich jetzt aber nicht verstanden. Dann merkst du, okay, an der Stelle hat jemand, der Bücher wirklich schnell lesend konsumiert, unter Umständen Probleme der Geschichte zu folgen. Das solltest du vielleicht nochmal verdeutlichen. Halt solche Blickwinkel finde ich total wichtig, weshalb ich versuche, bei meinen Testlesenden alle Sparten irgendwie abzudecken. Ich habe aber auch insgesamt 8 Leute, die mit mir an den Romanen arbeiten. Das aktuell. Ist echt ein großes Team. Ja. Und bei Kurzgeschichten ist so meiner letzten Kurzgeschichte für eine Anthologie, die noch nicht raus ist, hatte ich 4 Leute. War im Vergleich zu jetzt auch, was heißt relativ viele. Ich hatte halt ein sehr spezifisches Recherchethema mit drin, weshalb ich mir Leute rausgesucht habe, von denen ich weiß, dass sie sich mit meinem Recherchethema auskennen und die überhaupt mal auf Realismus prüfen. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Das ist ein richtig wichtiger Punkt. Ich habe extrem viele Leute, die ich frage, wenn ich mich mit Themen auseinandersetze und Themen recherchiert habe, suche ich mir immer noch mal Leute, die sich besser damit auskennen, um das, was ich mir zusammen fantasiere, noch mal prüfen zu lassen. Sowohl im Physikbereich, in meinem Fall, als auch ganz wichtiges Thema, wo sich mir auch jedes Mal die Zehennägel rollen, sind, wenn ich Dinge lese in Krimis, die mit Schusswechsel und Waffen zu tun haben. Da wird ein Schmarrn geschrieben, weil sich so viele Leute auf Hollywood-Bilder verlassen und auf das, was sie im Kino sehen. Es kann ein Stilmittel sein. Aber wenn man tatsächlich versucht, das realistisch darzustellen und man hat zum Beispiel einen Schusswechsel in einem Parkhaus und keiner hat Ohrenklingeln und eine Person hat in jeder Hand eine Waffe und ballert fröhlich drauf los und trifft auch noch. Und ich sitze mir jedes Mal daneben und denke mir nur so, Realismus. Das ist halt auch zum Beispiel so ein Thema, wo ich habe einen Testlesenden dabei, der mir wirklich jede Szene auseinandernimmt und auch wirklich Kugeln mitzählt, wenn geschossen wird, ob das Magazin dann wirklich voll ist und ob das stimmt und dass das passt und wann die Waffe leer ist und solche Dinge und ja.
Mich nach Entfernung fragt. Wir standen auch schon, das war auch während einer Überarbeitung, einer Testlesephase, standen wir auch zu Hause schon vom Balkon in den Garten, einer mit einer Banane in der Hand und einer unten im Garten, um rauszufinden, ob man auf eine Entfernung von x Metern, wenn man denn theoretisch zielen würde, bei den und den Lichtverhältnissen auch noch trifft. Ich hoffe, ihr habt den Wind mit eingeplant. Klar, natürlich, immer. Und Glück. Und, Bewegung vom Ziel. Deswegen hatte ich mich von Schusswaffen fern, weil das mir einfach zu... Also bei mir werden meistens einfach nur Waffen auf irgendwelche Leute gerichtet, aber es wird nie geschossen, weil ich mir denke, so, ich hab nicht mal eine Ahnung, wie man eigentlich eine Waffe hält. Dementsprechend, ja. So kann man es auch umgehen. Falls du da mal einen Ansprechpartner brauchen solltest, kannst du dich gerne melden. Ich habe genug Leute, die Ahnung von sowas haben. Ja, gut. Da werde ich bestimmt drauf zurückkommen. Ich habe auch tatsächlich die Dienstwaffe im Schützenverein. Man muss dazu sagen, ich bin Sportschützin. Also das lief alles unter ordentlichen und rechtlich gesicherten und vor allem sicheren Voraussetzungen. Ich habe tatsächlich schon die Waffe geschossen, die meine Figuren auch als Dienstwaffe tragen. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, der... bedroht da jetzt jemanden oder der schießt jetzt mal dahin oder sowas. Also wenn ich schon Krimis schreibe, war das dann Teil der Recherche, dass ich das tatsächlich auch mal gemacht habe. Alles klar, einfach Weltenwechselakten lesen und dann sich merken, wie Schusswechsel da funktionieren, 1:1 übernehmen. Ja, einfach die Szenen klauen. Easy. Super. Hashtag Werbung. Aber das Hashtag not sponsored. Ja, genau. Das ist ja auch so mit ganz vielen, es war jetzt ja nur ein Beispielthema, weil ich davon gerade reden konnte, weil ich Ahnung da, also weil ich das halt auch recherchiert habe entsprechend, aber was man auch beim Überarbeiten nochmal Zeit in Recherche steckt, ist halt auch schon heftig. Mhm. Ja. Vor allem sind da teilweise auch einfach so kleine Details. Ich habe heute Morgen, als ich an meinem aktuellen Krimi geschrieben habe, der halt in Wales spielt und dementsprechend, weil in Wales ist alles zweisprachig, das heißt, da musst du halt dann auch drauf achten, von wegen so, dass du halt Straßenschilder nicht nur in einer Sprache hast, sondern halt in zwei. Und ich musste einfach banal googeln, wie Polizeibänder in Wales aussehen. Weil ich einfach nicht wusste, okay, ich kenne halt diese normalen Crime Scene Do Not Cross Dinger, aber wie heißt es auf Walisisch? Wie sieht das aus? Haben die jetzt gelbe oder blau-weiße? Oder halt einfach so Details, die halt eigentlich so niemandem auffallen würden. Ich glaube, es wird niemand sich beschweren, wenn das falsch wäre, aber halt einfach, es ist halt gut, wenn es richtig ist. Und Ja. Und man kann sehr viele Stunden auch während Überarbeitungen auf Google Maps und ähnlichen Seiten verbringen, um mit Street View und Ähnlichem zu prüfen, wie lange brauchen die jetzt, wenn die von A nach B rennen? Und wie viele Meter sind das eigentlich? Und wie schnell rennen die wohl? Und wie trainiert es eine Person XY? Und schafft die das in 10 Minuten zu laufen? Und wie außer Atem kommt diese Person dann wohl am Ziel an? Und ja. Oder wie lange braucht man eigentlich vom Auto von da bis da? Und dann guckt man sich auch noch Stauvorhersagen an und solche Geschichten. Ja, habe ich in der Überarbeitung auch alles schon gemacht. Ja. Und dann sitzt man auch mal einen halben Tag an der Recherche nach, wie sehen eigentlich Polizeiabsperrbänder in Und dann habe ich herausgefunden, dass es einen Online-Shop gibt, in dem ich mir theoretisch für 2,50 Pfund welche bestellen könnte. Mach das. Ich dachte mir so, warum eigentlich nicht? Mach das. Und wenn du das Buch irgendwann mal, wenn du irgendwann mal das Ganze veröffentlichst und dann hast du einen Probedruck und dann bindest du um deinen Probedruck ein Stück Band drumrum und machst davon ein richtig geiles Instagram-Foto. Oh ja. Weil, oh ja, hallo. Das muss ich mir notieren. Oh mein Gott, das ist super. Ich hab auch schon gesagt, wenn dieses Jahr Messen stattgefunden hätten, war auch der Plan, weil ich genau wusste, dass ich keine bis zu den großen Messen im Sommer, also FARC und Buchsaar, die halt gewesen wären, theoretisch, man weiß es ja nicht, ob sie stattfinden, beziehungsweise Buchsaar findet ja eh nur digital statt, hätte ich mir auch eine Top-Secret-Banderole gebastelt und hätte zumindestens, und wenn es tatsächlich nur
ein grob zusammengezimmerter, bis dahin in was weiß ich welchem Stadium das Buch zu dem Zeitpunkt dann sein wird, Buchblock drin, aber mit dem richtigen Cover außenrum, nur um es als richtiges Buch auf den Messetisch zu stellen mit erscheint im Herbst und Top-Secret-Banderole um dieses Buch drumherum. Ich hätte es gemacht. Cool. Ich hätte diese 30 Euro für diesen Pseudoprobedruck ausgegeben, einfach nur um es auf dem Tisch stehen zu haben. Mit einem halbwegs selbst zusammengeklöppelten Buchsatz, damit es zumindest ausreicht. Und dieses Ding dann nach der Veröffentlichung irgendwann mal mit entsprechendem Vermerk vorne drin dann verlost oder versteigert oder sowas. Da hätte ich Spaß dran gehabt. Aber es ist halt nichts mit physischen Messen. Aber das wäre der Plan gewesen, wenn eine physische Messe gewesen wäre, hätte mein vierter Band zumindest mit Originalcover und Top-Secret-Banderole da gestanden. Von daher... Für sowas bestell dir dieses Absperrband. Und du könntest den Vorbestellern das Buch nochmal einwickeln. Ja, genau. Genau, wenn du signierte Bücher verschickst, dann packst du es in dieses Absperrband. Ja, genau. Das ist cool. Ah, es ist nicht auf Lager, Mist. Aber es ist krass, ich könnte mir sogar so diese Spurensicherungsanzüge, diese weißen, könnte ich bestellen für 21. Wenn du ein Crowdfunding machst. Dann kannst du Bluttest-Kits und so Evidence Collection Bag. What the fuck? Internet. Aber sowas ist cool. Ich habe zum Beispiel auch Patronenhülsen auf meinen Messetischen rumliegen. Oh. Und mir wurden bisher noch keine geklaut. Ich bin fasziniert. Ich habe sie auf so vielen Messen schon auf dem Tisch liegen gehabt und niemand hat eine mitgehen lassen. Ich habe ja fast schon damit gerechnet, dass die irgendwann halt sukzessive verschwinden. Aber nein. Hätte ich auch gedacht. Bisher hat noch keiner eine geklaut. Interessant. Wir kommen hier voll vom Thema ab. Das stimmt. Egal, das ist Recherche. Aber es war interessant. Ansonsten kann ich ja noch mal ein bisschen was so überarbeiten, ich das mache und den Test lesen, den Testlesern. Ja. Bei mir ist es auch ähnlich wie bei Ellie noch nicht so strukturiert. Ich habe das bisher bei den bisherigen Büchern so gemacht, dass ich mehrmals durchgelesen habe, ich habe es immer umgeschrieben, sodass die Sätze schöner aussehen, schöner sind. Und wenn mir aufgefallen ist, Moment, ist diese Information, stimmt das oder ist das ein Plotloch? Also ich habe mir beim Überarbeiten sehr viele Notizen gemacht, bin dann nochmal in die Kapitel gegangen und bin eigentlich nochmal einfach mehrmals durch, allerdings ohne auf eine bestimmte Sache zu achten, sondern generell. Natürlich war das am Anfang noch sehr viel Plötzlöcher, am Ende dann eher einzelne Sätze. Genau, und als ich dann damit fertig war, als ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt so ziemlich gut, dann habe ich das an Testleser gegeben. Das wären dann quasi eher Beta-Leser im System von, wenn man mit Alpha- und Beta-Lesern arbeitet, hatte ich quasi dann Beta-Leser. Und das mit den Alpha-Lesern, das hört sich auch interessant an. Dann würden, glaube ich, Plotfehler früher auffallen, wenn ich... Ich glaube, ich habe keinen gehabt, aber ich hatte auch nicht so komplexen Roman. Ich habe tatsächlich eine Leserin, die bekommt bei mir teilweise kapitelweise, wenn ich mit der Rohfassung fertig bin. Die kriegt Rohfassungskapitel. Aber es ist eine einzige Person, der ich die dann wirklich sukzessive schicke und die dann schon mit drauf guckt. Die aber auch sehr weit gespoilert ist über den Folgeplot der Bücher. Also das ist eine Person, wo ich wirklich sage, hier, okay, da gebe ich das Zeug raus. Das ist aber sehr, 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 sehr special und das mache ich normalerweise nicht. Mit Kurzgeschichten sowieso schon nicht, aber mit der Buchreihe halt tatsächlich eine Person, die mit drauf guckt, schon so, okay, ich habe wieder 10 Kapitel fertig, bitteschön. Ach, wie cool. Wobei diese Person dann aber auch weiß, in welchem Zustand dieses Buch ist. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen. Nicht, dass Leute denken, die kriegen jetzt ein wunderschönes Manuskript und dann sind sie Alpha-Leser und denken sich so, was ist das? Das muss natürlich klar kommuniziert sein. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Und auch bei den Alpha-Lesenden achte ich halt auch darauf wirklich, dass das
Leute sind, die entsprechend Ahnung auch davon haben und die wissen, in welchem Stadium sie da ein Manuskript in Händen halten. Mhm. Das ist halt auch so ein Punkt, dass man wirklich aufpassen muss, für welche Gruppe man wen einteilt. Ja, man kann ja auch vorher fragen, wo sie hin sollen. Ja, ich mache das auch tatsächlich nach Vorlieben meiner Testlesenden. Ach, die cool. dürfen mir sagen, ich habe zum Beispiel auch eine Testlesende dabei gehabt, die am Anfang eigentlich für die Alpha-Gruppe eingeteilt war, weil sie dafür auch eigentlich gut gepasst hat, so von dem, was sie selbst gesagt hat. Aber wir haben dann beide festgestellt, dass sie wohl besser in die Beta-Gruppe passt, weil sie sich beim Alpha-Lesen wirklich platt kommentiert hat. Sie hätte es am liebsten komplett umgeschrieben, weil sie dann doch festgestellt hat, dass es da sehr viele Punkte gab, wo ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, wenn du Beta liest, passt es besser, weil sie sich sonst einen Haufen zu viel Arbeit gemacht hat, weil sie im Endeffekt Alpha und Beta in einem gemacht hat. Perfektionistisch, wie sie ist. Und sie ist dann zum Beispiel in die Beta-Gruppe gewandert. Das haben wir nach dem ersten Band, glaube ich, festgestellt, dass das vielleicht nicht unbedingt so die idealste Sache war, weil sie dann auch in dem Zeitlimit, das ich vorgegeben habe zum Testlesen, nicht fertig geworden ist und sich schon bei mir entschuldigt hat und wir dann abgeglichen haben. Ich sage, du pass mal auf, du machst dir da viel zu viel Arbeit für das, was du eigentlich gerade tun sollst. Und wir das dann verschoben haben. Aber so muss man seine Leute halt auch kennenlernen, ne? Es ist auch immer eine Sache, ob das ein Einzelband ist oder ob du wirklich Leute brauchst, mit denen du an einer Reihe arbeitest. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Von daher ist das, ich glaube, so ein ganz ausschweifendes System braucht man auch nur bei so riesigen, also bei so richtigen Großprojekten. Das stimmt. Ja, stimmt. Und das ist ja, so eine Tetralogie ist ja ein Riesenprojekt. Ich bewundere Leute, die 13-teilige Reihen schreiben. Oh ja. Ja, wenn sie alle zusammenhängen, auf jeden Fall. Also sowieso 13 Bücher zu veröffentlichen, ist sowieso schon super beeindruckend. Aber wenn die dann auch noch alle zusammenhängen, dann wow. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob meine Reihe, jedes Buch hat ja 4 Teile. Und ich habe überlegt, ob es vielleicht irgendwann halt, ob halt so jeder Part quasi ein einzelnes Buch wird. Aber ja, so 16 Bände, also 16 dünne Bücher oder 4 dicke und habe dann überlegt, bei 16 dünnen Büchern, das ist zwar cool, weil man hat einen schnelleren Veröffentlichungsrhythmus, aber man muss für jedes Buch auch nochmal die ISBN kaufen. Man muss jedes Buch Marketing betreiben. Natürlich sind Lektorat und Korrektorat kosten im Endeffekt ja das Gleiche, weil ob es jetzt in einem Haufen oder in Stücken gemacht wird, ist ja egal. Aber dann saß ich da und dachte mir so, ich brauche 16 zusammenpassende Cover. Ja. Nein. Und hab dann beschlossen, es werden 4 Teile mit jeweils 4 Unterteilen. Lieber 4 dicke Bücher als 16 dünne Bücher. Aber ursprünglich war der Plan mal, 16 Einzelbände draus zu machen. Und dann so, nee. Und dann jedes Mal das Marketing dazu. Und jedes Mal sich was dazu überlegen, ich brauche 16 Klappentexte. Ich brauche 16 Buchcover und also so irgendwie sind dicke Bücher, glaube ich, schon ganz okay. Ja, auf jeden Fall. Und bei dir, Ellie, wie machst du das mit dem Bearbeiten? Eigentlich ich hab den Faden verloren. Ich glaube, Testlesen. Also ich hatte das letzte Mal, also ich mache es halt auch so, dass ich schaue, dass ich halt nicht nur Autoren das Testlesen lasse. Also ich hatte bei der Kurzgeschichte dich, Arthur, und Steff und noch meinen besten Freund, der halt stupider Physikstudent ist. Also der hat so gar nichts mit Literatur im Hut. Und das war halt super gut, weil bei ihm halt andere Sachen aufgefallen sind, die halt quasi Arthur und Steff zwar angemerkt haben, aber halt irgendwie nicht so schon so ein bisschen übersehen haben teilweise. Und das war halt auch ganz interessant. Deswegen so dieser Input von verschiedenen Sichtweiten ist halt ganz anders. Weil halt ihr wart mehr so auf diesem Rechtschreibung und Grammatik-Trip und er war halt mehr so, ah ja, die Szene fand ich gut, die Szene fand ich ein bisschen unlogisch und das war halt ganz, ganz gut. Mhm. Ja, ich habe auch gemerkt, dass man verschiedene, also bei meinen Testlesenden, dass verschiedene Leute verschiedene Sachen anmerken. Einige finden Plotlöcher, wo man sagen muss, oh ja, absolut. Und andere, zum Beispiel,
war in einer, also eine Szene hat in der Küche gespielt und dann kam jemand rein und hat vom Wetter geredet und die Person in der Küche war überrascht über das Wetter und dann hat eine Testlesende gefragt, ja, ist da kein Fenster in der Küche? Und dann ist mir aufgefallen, oh ja, doch, da ist auf jeden Fall ein Fenster, weil das wird in der späteren Szene nochmal erwähnt. Ja. Und das ist anderen Leuten wiederum nicht aufgefallen. Wiederum, ja, einige Leute merken eher dann Rechtschreibfehler an, andere auf den Plot. Und man braucht auf jeden Fall von beiden etwas von beidem. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es halt super, wenn dann quasi alle sich dann bei einer Sache einig sind. Das ist dann auch immer ganz gut, weil dann denkst du dir so, okay, dann sollte ich es vielleicht wirklich ändern. Ja, das war zum Beispiel ganz witzig, weil irgendwie Steff meinte halt, so die erste Sache, die sie meinte, war, ach, dein Protagonist ist so ein Idiot. Und ich so, hä, was, wieso? Und dann hat sie es mir dann erklärt, nicht so, ja, okay, macht halt schon irgendwie Sinn. Und mein bester Freund war so, ja, also ich verstehe, warum er das gemacht hat. Und an sich fand ich es auch gut, aber er ist trotzdem ein Idiot. Und ich war so, okay, die sind beide der Meinung, dass der ein Idiot war. Vielleicht ist er halt ein Idiot. Und das war halt ganz, ganz witzig. Von ihnen Ich habe okay. tatsächlich, also es ist oft so, dass sich auch Testlesenden Meinungen unterscheiden und man dann abwägen darf, ob man jetzt was ändert oder nicht. Aber Ja. wenn sich dann tatsächlich einig sind, ich fange tatsächlich an zu ändern, wenn 2 bis 3 Leute das Gleiche sagen. Okay. Ich habe auch zum Beispiel eine Testlesende dabei, die sehr selten mit mir einer Meinung ist und sehr, sehr kritisch ist. Und ich mag das total gerne. Aber es gibt da häufiger Anmerkungen, wo ich sage, okay, nein, das ändere ich nicht, weil es die anderen 7 Leute halt einfach pro sind und nur sie ist kontra. Und dann Ja. bleibt es drin. Auch wenn ich ihren Kontrapunkt verstehe, aber ich habe auch zum Beispiel da sie und noch einer meiner Alpha-Leser beim ersten Band einen kompletten Handlungsstrang kritisiert haben, nach der einen Testleserunde 7 Kapitel neu geschrieben. Komplett neu. Für Wow. den ersten Band. Ja. Das. Das war eine Hausnummer. Weil die mir halt einen kompletten Handlungsstrang zerrupft haben. Und da das 2 Leute gemacht haben für einen kompletten Handlungsstrang, habe ich den dann komplett geändert. Das Ja. hoffe ich nicht wieder erleben zu müssen, toi, toi, toi. Ja, das ist sehr. Das ist auch nicht wieder passiert, so in den anderen 3 Büchern nicht, aber ich habe immer so, das ist so meine große Angst beim Lektorat, dass ich nochmal eine riesen Überarbeitungsrunde reinklatschen muss, wenn das aus dem Lektorat kommt, weil meine Lektorin irgendwas finden wird, was nicht gut ist und sie ist so begründet, dass ich sage, ja, okay, das muss jetzt anders. Und davor habe ich echt Schiss. Das kann ich mir vorstellen. Okay, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Tatsächlich habt ihr noch was? Oder der Chat? Ja, Chat, habt ihr Fragen? Anmerkungen, Anregungen. Benni macht sich erstmal Essen. Erstmal Essen. Eine Szene in der Ins Küche. Gebälk dübeln. Ja. Bugs Benni. Der ist auch nicht schlecht. Nee, mir fällt tatsächlich zum Überarbeiten und Testlesen sonst auch nicht mehr wirklich viel ein. Keine Angst vorm Überarbeiten haben. Es gibt so viele AutorInnen, die Rohfassungen schreiben, lieben, aber nicht überarbeiten wollen. Dabei ist Überarbeiten eigentlich total cool, weil man hat da schon einen Text stehen. Man muss den nur noch gut machen. In Anführungszeichen. Ich hasse Rohfassungen schreiben und bei mir dauern Rohfassungen immer ewig und ich bin super froh, wenn ich endlich an diesen Punkt komme, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich das Teil schön schleifen. Aber da ist zumindest schon mal der Text, die Geschichte ist da. Aber ganz viele haben eben tatsächlich auch so Magenschmerzen vor dem Überarbeiten oder auch vor dem Lektorat. Und das ist was, was ich finde, was gar nicht sein muss, weil man hat schon eine komplette Geschichte geschafft. Ja. Ja. Also ich glaube, da gibt es ja, ich glaube, da gibt es zwei Arten von Autorinnen. Also die einen,
überarbeiten lieber, die anderen schreiben lieber. Ich bin auch eher jemand, der leidet ein bisschen beim Schreiben, weil ich mir denke, ah, das ist so schlecht, aber ich muss weitermachen, ich muss das fertig bekommen. Dann kann ich endlich überarbeiten und das schön machen. Ja. Ja, ich denke da genau andersrum. Ich denke mir so, ah ja, schreiben, ja, das ist ganz schön. Und dann so überarbeiten, so, oh Gott, jetzt muss ich mir diese gequälte Scheiße, die ich da geschrieben habe, nochmal fünfmal durchlesen. Und das, ja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich wirklich mehr mit diesem Gedanken dran gehen, von wegen so, das ist jetzt dein Stein und da draus haust du jetzt die neue Michelangelo-Figur, wie Common Folter sagt, so Ah zum ja, Beispiel. das Zitat ist schön. Der Deswegen, perfekte vielleicht muss Vergleich ich in der wirklich mehr damit heutigen Welt reingehen. irgendwie. Ja, was ich halt oft, was mir oft passiert ist, dass ich merke, dass ich schon, wenn ich eine Szene geschrieben habe und dann weiterschreibe und merke, okay, ich muss in der vorangegangenen Szene noch genauer da und da drauf eingehen, dass ich dann anfange, im Text zurückzugehen. Und dann zwinge ich mich immer dazu, Notizzettel zu machen und mir zu notieren, was ich da erweitern möchte, aber dann so weiterzuschreiben, als ob ich es schon getan hätte. Oh ja, das Und mache ich auch. Und Ah, nicht ja. während dem Schreiben im Überarbeiten versacken. Ich kenne auch KollegInnen, die hingehen und immer das die vorangegangenen ein oder zwei Kapitel überarbeiten und dann weiterschreiben. Und beim nächsten Mal, wenn sie sich hinsetzen und schreiben, erst zwei Kapitel überarbeiten und dann weiterschreiben. Damit könnte ich überhaupt nicht. Das ist, finde ich, sehr, sehr kompliziert. Ich meine, für wen es funktioniert, wunderbar. Es gibt ja nicht die perfekte Lösung. Ja, genau. Definitiv nicht. Dafür sind die Menschen, die diese Geschichten schreiben, zu unterschiedlich, als dass man sagen könnte, du musst das so und so machen. Du kannst ja auch zu jemandem, der nicht gerne plottet und Geschichten sich quasi aus dem Ärmel schütteln kann und aus dem Moment raus schreibt, nicht sagen, du musst aber plotten. Ich meine, wenn jemand sagt, dass er plotten braucht, damit das Buch überhaupt ein Ende bekommt, der soll plotten und alle anderen, die es nicht wollen, sonst bleiben lassen. Aber es ist so, es gibt so Dinge, vor denen man oft gewarnt wird und das ist während dem Entstehen der Rohfassung schon überarbeiten, weil es für wenige, soweit es scheint, für wenige funktioniert, weil man sich dann verliert im Ja. Überarbeiten und nicht zu Ende schreibt. Das passiert wohl sehr vielen Leuten. Also jetzt soll keine Verallgemeinerung sein, aber das ist so einer der Tipps, die ich für relativ sinnvoll halte, möglichst Ja. zu vermeiden, während des Rohfassungsschreibprozesses zu überarbeiten, wenn du damit nicht wirklich mit einem guten System durch kannst. Ich würde gerne nochmal das Zitat vorlesen von Komma Falter. Von Michelangelo. Die Figur war schon in dem rohen Stein drin. Ich musste nur noch alles Überflüssige wegschlagen. Das ist wirklich gut. Ja. Ah, und noch zu Ellie. Wie hast du es nochmal beschrieben? Ich glaube, du hast es als Schleim beschrieben, was du geschrieben hast. Als grüner Schleim damals, wo ich dann meinte, ja, wenn das grüner Schleim ist, dann mach Ach Smaragden so. draus. Ah. Ja, ich glaube, so irgendwas war Ja, das. jetzt hatte ich diesen doofen Wortwitz, ist mir eingefallen und jetzt habe ich vergessen, was ich ursprünglich sagen wollte. Ach so, stimmt. Du meintest, du musst das dann nochmal fünfmal durchlesen. Aber bei jedem Durchlesen, okay, das erste Durchlesen, okay, ja, stimmt. Aber beim zweiten Durchlesen hast du ja schon eine Geschichte, die schon besser ist. Und beim fünften Ja. Durchlesen hast du zwar wahrscheinlich eine ziemlich gute Geschichte, aber trotzdem die Nase voll, weil du sie schon zum fünften Mal liest. Ja, Aber ja. ich glaube, das ist halt mein Problem, weil einfach dieser Schritt, diese Scheiße, die ich zum ersten Mal fabriziert habe, nochmal zu lesen, halt schon so nervig und qualvoll ist, dass ich es gar nicht erst zu diesem Schritt, dass ich mache diese Scheiße jetzt zu Gold, dann quasi halt gar nicht erst dahin komme. Und ich glaube, dass bei sehr vielen Sachen, weil das fällt mir halt auch beim Schreiben oft auf, deswegen mache ich noch auch viel so, ja, damit kann sich Zukunfts-Elli rumschlagen, Dinge, dass ich bei vielen Sachen einfach gar nicht weiß, wie ich die handwerklich angehen soll. Zum Beispiel jetzt irgendwie eine Kampfszene oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich Kampfszenen schreibe. Das ist Also Übung. versuche ich sie irgendwie zu umgehen, was halt nicht Sinn der Sache ist, aber Eigentlich nicht.
Und deswegen, da muss ich mich dann quasi nochmal fünfmal mehr mit der Szene befassen, die ich halt aber halt schon beim Schreiben nicht mochte. Oder ich plotte halt super wenig, weil ich halt die Story nicht einmal durcherleben will, um sie dann zu schreiben und quasi nochmal zu erleben. Und deswegen ist Überarbeiten halt auch so, ich muss jetzt nochmal fünfmal diese gleiche Story mit durchlesen, die ich aber halt schon kenne, weswegen sie für mich nicht mehr interessant ist. Und das ist so, ich muss von diesem Mindset irgendwie so ein bisschen weg, so dieses, ich muss schon gucken, dass hier auch jedes Mal eine andere Story dann vielleicht wird oder halt ein bisschen besser. Dass sie mich halt dann nicht mehr langweilt. Du musst ja auch nicht unbedingt sogar so ganz krass im Detail plotten. Das ist zum Beispiel, ich kenne Kolleginnen, die plotten wirklich ihre einzelnen Kapitel und haben einen kompletten Plan, wo drin steht, in Kapitel 1 passiert das, in 2 das, in 3 das und so weiter. Und das mache ich zum Beispiel nicht. Ich plotte Handlung und ich plotte Handlungsstränge. Und sage, okay, Person A erlebt das, Person B erlebt das, Person C erlebt das und gemeinsam haben sie das und das passiert und da und darauf läuft es hinaus. Aber, und sage auch, okay, der und der muss sich mit dem und dem darüber unterhalten und der und der muss den und den treffen und Hinweise in einem Krimi halt auch. Aber nicht, was in welchem Kapitel passiert, sodass ich tatsächlich beim Schreiben erst den Rhythmus von der Geschichte habe und sage, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das Gespräch von A und B über Thema Y. Und da ist jetzt ein gutes Kapitelende, weil so und so formuliere ich das, damit das einen coolen Cliffhanger gibt oder so. Mhm. Und dadurch erlebt man die Geschichte auch nochmal. Ich meine, dass du weißt, was an Handlung passiert, nimmt dir aber in dem Moment nicht das Erleben beim Schreiben weg. Weil wenn du dir eine Notiz machst, die heißt, A und B unterhalten sich über Y, du schreibst ja trotzdem noch diese Unterhaltung und dann ist das vielleicht ein Streitgespräch. Und dann in dem Moment, wo du es dann schreibst, malst du dir erst aus, okay, die stehen jetzt in der Küche und A fuchtelt mit der Kaffeekanne durch die Gegend und keine Ahnung, Y schmeißt die Zuckerwürfel aus dem Fenster oder was weiß ich. so als Beispiel. Und das ist so, es nimmt einem, da nimmt einem das Plotten weniger das Erleben der Geschichte weg. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber ja, ich bin auch meistens mehr so, ich habe so eine Anfangsidee und ich habe auch schon so eine Idee fürs Ende und dazwischen drin habe ich so einzelne Szenen, die mir während dem Schreiben oder irgendwie so durch Inspiration halt dann kommen und die ich mir dann notiere und ich weiß dann, okay, irgendwann kommt diese Szene. Und dann, wenn ich merke, da könnte die Szene hinpassen, dann kommt sie da rein. Aber dieses, wie zum Beispiel Benny das halt macht, wie er halt sagt, er hat 80 Seiten Plot und jedes Kapitel wird auf einer Seite zusammengefasst, ist so, das ist mir ein zu krasses Korsett quasi, was mich dann schon irgendwie wieder so einschränkt. Und deswegen das so akribisch plotten könnte ich halt auch einfach gar nicht. Bei mir ist es halt so, ich plotte so ein bisschen Kapitel im Voraus, weil ich ungefähr weiß, okay, in dem Kapitel muss jetzt Person A, Person X irgendwie treffen oder so und halt so Sachen oder irgendwie, im übernächsten Kapitel muss eine Leiche auftauchen. So Sachen vielleicht mal, aber halt so dieses, ich weiß nicht, dieses akribische Plotten könnte ich halt nicht. Du betreibst Inselhopping ohne Boot. Genau. Du musst dir von jeder Insel überlegen, wie du jetzt zur nächsten Insel kommst und hast halt kein Boot, mit dem du einfach mal fahren kannst. Ja, das kenne ich. Was aber, glaube ich, zu sehr vielen Plotholes führt. Also, ja, und genau da ist das Problem. Also du musst dir dann schon einen Plan machen, okay, da sollte ich vielleicht ein Floß bauen und hier schnitze ich mir jetzt einen Einbaum und da klaue ich dem Nächsten sein Motorboot und von da nach da kann ich schwimmen, so nach dem Motto. Es ist ja dieses Zwischen, das, was Benny auch gerade schreibt im Chat, es gibt diese Zwischenstufen zwischen Plotter und Planer. Ich plotte zum Beispiel auch nicht so, also ich plotte Handlungen sehr akribisch, damit ich halt wirklich weiß, was passiert, aber ich habe noch keine Ahnung, ich weiß, was in einem Buch vorkommt, aber meine Kapitelaufteilung, die ergibt sich auch beim Schreiben. Ich habe das oft so, dass zwischen den ersten, sagen wir mal 4 bis 5 Kapiteln, ergibt sich meine Kapitellänge, wo ich merke, okay, dieses Buch hat anscheinend 15 Seiten pro Kapitel oder dieses Buch hat im Schnitt 10 Seiten pro Kapitel und merke beim Schreiben dann auch irgendwann, okay, ich glaube, jetzt könnte ich ins nächste Kapitel gehen. Und dann ist mir auch relativ egal, ob die Leiche jetzt in Kapitel 3 oder in 4 aufgetaucht ist. Ich weiß, dass sie zeitnah auftauchen sollte, damit mein Plan, mein Plot aufgeht, aber ich achte nicht drauf, in welchem Kapitel das passiert und habe auch Kapitelenden wirklich erst beim Schreiben. So, das ist ein cooler Satz, da höre ich jetzt auf. Fertig, nächstes Kapitel. Und ich habe es tatsächlich geschafft, durch alle 4 Bücher durchzuziehen. Es war voll der Zufall, dass alle 4 Bücher die gleiche Kapitelanzahl haben.
krass. Ach, wir haben cool. alle 42 ja. Kapitel. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aha, 42 auch noch. Ja, oh. 42 auch noch. Ich weiß nicht, warum. Es war nicht geplant. Illuminati. Es ist einfach passiert. Ja, die Hausnummer des Hauptquartiers meiner Organisation ist auch Hausnummer 42. So. Zufall? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Doch, tatsächlich war es Zufall. Ich habe meistens ja. einen, eine Charakterentwicklung im Fokus, die ich umsetzen möchte. Und ich habe einen... Wie heißt das denn? Ich habe, also es ist so ähnlich wie die Heldenreise, nur quasi eine andere Struktur. Ist aus einem Buch namens Into the Woods von John York. Und der hat so eine Struktur, ist eine 5-Akt-Struktur mit jeweils 3 Punkten. Und mein Vorgehen war, alles klar, okay, ich habe irgendwie 2 Charaktere, die kriegen jetzt jeweils die kriegen jetzt pro Akt jetzt ein Kapitel. So abgeschlossen, war keine gute Idee. So funktioniert das nicht, so wie ich mir das damals gedacht habe. Ja, aber es ist ungefähr so, dass ich diese 5-Akt-Struktur habe und die Kapitel sich ungefähr daran orientieren. Aber nicht, wenn man sich so ein Muster nimmt, das kann helfen, auf neue Ideen zu kommen. Vor allem, wenn es um sowas geht wie Charakterentwicklung, da kann man ja einige Sachen machen, wie der Charakter geht nicht von A nach B, sondern er geht von A nach halb B, aber dann ist er sich doch unsicher und geht so halb, so die Viertelstrecke nochmal zurück und dann passiert etwas, wo er dann fast bei B ankommt, aber im letzten Moment zweifelt er noch und dann kommt er doch bei B an. Sowas. Das erinnert mich an Metro. Ich glaube, das war bei Metro auch so, dass quasi der Prota wollte von A nach B, aber war dann plötzlich irgendwie in C und dann von C bei D und dann von D wieder nach A und dann wieder zu C und dann wieder zu F und dann irgendwann kam er dann bei B an. Oh, das, so Umwege, aber kam immer per Zufall immer wieder irgendwo raus und das fand ich sehr witzig. Ich fand die Reihe ja anstrengend. Ich habe nur das Spiel gespielt. Die Reihe ist gut, aber ich finde sie anstrengend zu lesen. Ja, das kann gut sein. Ich fand es eigentlich ziemlich gut. Also das Problem ist, ich habe den ersten gelesen und dann habe ich gesehen, dass beim zweiten der Protagonist ein anderer ist. Und dann war ich so, wenn da kein Artyom ist, würde ich es nicht lesen. Dann wollte ich mit dem 35er wieder anfangen und dann war ich so, ich habe keine Ahnung, was in dem zweiten Band passiert ist, deswegen macht es keinen Sinn, den dritten zu lesen. Das ist echt ein taktischer Fehler. Das war so ein bisschen, aber seitdem habe ich es nicht geschafft, diese Reihe fertig zu lesen. Ich müsste es mal nochmal lesen. Vielleicht würde ich es heute anders sehen, weil es ist total lange her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Ich glaube, ich würde heute einiges anders sehen. Ja. Ich fand. Und ich würde einmal kurz einhaken zum Metro. Wo du gerade sagtest, das fällt mir tatsächlich schwer, sowas zu machen, weil also meine Romane sind relativ kurz, von dem Grund her, dass mein Charakter tatsächlich von A nach B geht. Also da gibt's halt ein paar Hindernisse, aber nicht genug. Und ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, wenn man den Roman länger machen möchte, muss man eben mehr Hindernisse machen, die der Charakter überwinden muss. Dann wird's auch länger. Dann erreicht das auch eine gewisse Länge. Und wenn man es spannend macht, dann ist das ja eigentlich eine gute Sache. Ja. Schätze ich. Also, das ist mir, wo du es gerade sagtest, ist mir aufgefallen, was vielleicht bei mir noch das Problem ist. Ja. Ich weiß nicht, ich fand halt bei Metro so interessant, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass aber irgendwie dieses ganze... Er kommt an die verschiedenen Orte. Das war aber alles immer so Zufall. Es war halt nicht, also der kam so oft in so dumme Schwierigkeiten, aber kam da halt eigentlich nicht aus eigener Kraft raus, sondern immer irgendwie per Zufall. Und das fand ich damals ganz, also ich fand das irgendwie faszinierend, so dass wirklich dieser Charakter eigentlich die ganze Zeit wie so ein Ping-Pong-Ball zwischen einzelnen Fraktionen hin und her transportiert wird und trotzdem an seinem Ziel hinterher ankommt. Das fand ich sehr faszinierend.
Das war, glaube ich, in den Videospielen dann ein bisschen anders, weil du halt dann auch actually irgendwie selbst von A nach B musstest, aber eigentlich in den Videos halt ist irgendwie so, dass er quasi mehr so kontrolliert wird von seiner Umgebung, statt halt actually aktiv da irgendwas zu machen. Und ja. Im Videospiel war das irgendwie, also ich habe mich auch langsam, also ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt bei dem Videospiel, muss ich sagen. Irgendwie, ich hatte einen Begleiter, der sollte mich begleiten, dann war der auf einmal weg, aber genau in dem Moment kam ein neuer Begleiter, dann war der auf einmal weg, aber zum Glück kam ein neuer Begleiter, aber plötzlich war er weg, aber dann kam zurück direkt ein neuer Begleiter und ich dachte so, okay. Aber ich glaube, im Buch war das aber auch so, dass der dauernd irgendwie immer andere Leute getroffen hat, aber die waren dann immer irgendwie oftmals nicht das, was sie zu sein waren. Ich müsste das nochmal lesen, aber es ist mir zu dick tatsächlich. Ich habe keine Lust, so dicke Bücher zu lesen. Ich müsste es auch nochmal lesen, weil es mega lang her ist. Und ich glaube, wenn man es auch heute, also wenn man es dann nochmal liest, wenn man so ein bisschen mehr Ahnung vom wirklichen Schreibhandwerk hat und mal dahinter guckt und es entsprechend mal analysiert für sich selbst, macht es vielleicht auch nochmal anderweitig Sinn, weil sehr häufig ist es so, dass man ja gerade bei so Sachen, die durch Zufall passieren, man sollte aufpassen, dass der Zufall nicht zu oft zuschlägt, sondern dass auch Figuren auch selbst was schaffen. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Und was mit dem Weg komplizierter gestalten, man sich überlegen muss auch, ist es nur für einen selbst langweilig oder das heißt langweilig in Anführungszeichen oder erleben die Protagonisten nur aus eigener Sicht zu wenig, weil man weiß, was sie erleben? Oder ist es tatsächlich so? Von daher, das ist auch was, da ist eine Testlesermeinung echt Gold wert, wenn man sagt, sag mal, ist es irgendwie zu öde, passiert da zu wenig oder passt es von der Handlung, fehlt dir was oder ist es irgendwie zu viel? Weil man kann auch ganz schnell den Punkt haben, dass zu viel passiert und dass man dann nicht oft gehört, können die jetzt vielleicht mal ankommen, es ist schon so langatmig, die sind jetzt schon dreimal nicht am Ziel angekommen, können sie jetzt vielleicht endlich mal B erreichen? Und das ist halt auch sowas, wo dann wirklich ein externer Blick wirklich hilft. Ja, das stimmt. Und ich sehe, Benni schreibt gerade, wenn der Zufall dem Protagonisten hilft, ist es schlecht. Wenn es dem Antagonisten hilft, ist es gut, weil es spannend wird. Also das kann man, denke ich, so als Leitlinie kann man das nehmen. Also es ist nicht eine 100%-Regel. Man sollte sich halt in Acht nehmen vor Deus Ex Machina. Ja. Ja. Das ist halt so ein Punkt, wo man echt aufpassen muss. Wobei ich halt auch sagen muss, ich finde zum Beispiel auch irgendwann wird es öde, wenn zum Beispiel der Protagonist immer alles schafft und alles schafft und alles schafft und immer die Lösung findet und immer derjenige ist, der den Sieg davon trägt. Warum soll nicht auch einfach mal ein Nebencharakter dem Protagonisten aus der Scheiße helfen? Ja. Es macht Protagonisten nahbarer und sympathisch, wenn sie nicht immer alles 100% meistern. Ich meine, im normalen Leben geht es uns ja auch so, wir schaffen nicht alles. Und dann kommt vielleicht mal irgendeine Freundin oder irgendein Familienmitglied und hilft dir und sagt, hier, pass mal auf, ich greife dir jetzt unter die Arme und dann kriegen wir das schon hin. Und dann läuft es halt auch. Und es muss nicht immer die Person im Zentrum immer alles schaffen. Das stimmt. Ansonsten, wenn wir zurück zum Thema Plotten kommen, zum Beispiel, Johnny schreibt zum Beispiel auch, dass er komplett durcheinander plottet. Manchmal einzelne Kapitel, manchmal ganze Bücher, manchmal einige Szenen. Vielleicht ist das auch etwas, was nicht nur von der Person abhängt, sondern auch vom Projekt. Und mir geht's auch so, dass ich manchmal stecken bleibe beim Schreiben, dann plotte, halbwegs schreibe ich das vor auf ein Blatt Papier und dann geht's wieder mit dem Schreiben. Also vielleicht sollte man da, wenn man nicht weiterkommt, probieren, ob Plotten hilft. Ja, verschiedene Handlungsstränge, Mindmap-mäßig verschiedene Handlungsstränge aufschreiben. Das muss nicht gut formuliert sein, sondern sich einfach, keine Ahnung, gerne auch von Hand, wenn man es möchte, oder halt einfach ein extra Dokument aufmachen auf dem Rechner und einfach mal runterschreiben, was noch so passieren könnte. Das hilft ungemein. Oh ja. Ja.
tatsächlich einfach mal probieren, was könnte denn passieren und wo führt es hin. Und dann aber auch wirklich so stichpunktartig, nicht unbedingt Fließtext, wenn man es nicht will, durchdenken, wenn jetzt das passiert, dann könnte das passieren und das und das und das. Und wenn man so durchdenkt, kommen oft sehr interessante Lösungen dabei raus. Oh ja. Ja, da kenne ich diesen Tipp mit überlegen, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte und das dann entfernen lassen. Das Wurst-Käse-Szenario. Das Wurst-Käse-Szenario. Schnabi schlägt vor, zu würfeln. Es gibt Story-Würfel, tatsächlich. Es gibt ja extra diese Story-Cubes. Ich habe sie noch nie verwendet. Ich auch nicht. Mein Hirn würfelt genug Ideen durcheinander. Ich brauche nicht noch einen Würfel, der noch mehr Chaos reinbringt. Ich hatte ja auch irgendwann die Idee, mit mir selber Rollenspiele zu spielen, also quasi Dungeons and Dragons oder so, und das dann als Geschichte aufzuschreiben, war dann im Endeffekt doch zu aufwendig. Wobei tatsächlich RPG-Spielen extrem hilft, wenn man Plotten üben möchte. Wenn man tatsächlich, selbst wenn das nur eine kleine Privatrunde ist, aber mal als Spielleiter tätig sein, als spielleitende Person tätig sein, ist extrem hilfreich, wenn man Plotten lernen möchte. Vor allem, wenn man dann Leute vor sich sitzen hat, die einen Charakter spielen und dann sagen, ja, ich handle jetzt aber so. Und du darfst dir dann überlegen, was passiert, wenn diese Person so handelt. Weil gut, das kann sie tun und jetzt. Und dadurch lernt man extrem viel Geschichten zu plotten und sich in verschiedene Figuren reinzudenken. Als RPG-Admin habe ich Plotten gelernt. Ja, ich denke ich auch. Also ich habe eine Kampagne gespielt, da war die letzten paar Missionen sehr knifflig, weil das Ganze auf einer Intrige basierte, die ich nicht geplottet habe, sondern improvisiert. Ja. Quasi so der große Plot-Twist, der war noch nicht da. Der ist mir irgendwann eingefallen, so kurz vorm Ende, und dann dachte ich mir, ah, okay, jetzt noch schnell hier ein paar Fakten sehen. Aber ja, man lernt plotten dadurch. Jetzt sind wir voll vom Thema abgekommen. Ah, das jetzt sind wir komplett. Über Arbeiten und Testlesen ging und wir jetzt bei Plotting-Strategien sind auch nicht schlecht. Oh ja. Na gut, ich meine, bei Überarbeiten musst du ja auch irgendwie auf die Plotstruktur dann nochmal eingehen und gucken, ob es passt. Also von daher. Ja, ich passt das thematisch schon irgendwie. Ich habe auch gehört, es gibt also in Bezug auf dieses Buch, auf diese Plotstruktur, die ich genannt habe. Also ich habe die aus einem Podcast. Der hat das Buch empfohlen und da wurde gesagt, es gibt auch Leute, die schreiben erst quasi einfach, also Panzer, entdeckende schreiben, die schreiben entdeckend, schreiben von Kapitel zu Kapitel einfach, was denen einfällt, und danach nehmen die diese Struktur und quetschen das, was sie haben, in diese Struktur rein. Das hört sich negativ an, aber es soll funktionieren. Nö. Ich kenne in der Theorie kenne ich diese ganzen verschiedenen Aufbaumöglichkeiten von Plots und von Strukturen und was weiß ich, was es alles gibt von verschiedenen, mit verschiedenen Akten und Aufbauen und Punkten und was weiß ich was. Ich kenne die alle und ich baue meine Geschichten komplett ohne diesen Plan. Es passt aber immer irgendwie in eine dieser Strukturen rein. Aber ich nehme mir nicht vor, okay, ich plotte jetzt nach 7 Punkten oder nach 3 Akten oder nach Heldenreise oder nach dem und dem. Ich kenne sie in der Theorie alle und ich vermute, dass das in meinem Unterbewusstsein durchaus auch mitwerkelt. Aber wenn ich einen Plot schreibe, achte ich schon auf Spannungsbögen, auf Charakterentwicklung und solche Dinge. Aber ich nehme mir jetzt nicht vor, okay, da muss jetzt unbedingt jetzt da ein Twist hin und da muss jetzt unbedingt da ein Twist hin. Die kommen von selbst. Die sind schon da, wo sie hingehören. Aber nicht, weil ich sie jetzt mir gesagt habe, okay, die Struktur gibt mir vor, dass an der Stelle ein Twist sein muss. Sondern, oh ja, so im, keine Ahnung, im ersten Drittel sollte der erste Twist sein. Wo ist denn eigentlich mein erster Twist? Ja, knapp erstes Drittel, alles klar, passt schon. aber nicht, dass ich es vorher auch bewusst plane. Also das funktioniert also schon, hinterher in eine Struktur quetschen. Ja, also meistens sogar wahrscheinlich ganz gut.
Ja, ich denke, da kommt es immer auf die Struktur selbst an und halt, wie sehr du halt unterbewusst schon in der Struktur drin bist. Ich meine, bei so Fällen wie Caro gerade meinte, ist das bestimmt, funktioniert das. Aber ich kann mir vorstellen, dass es halt auch einfach Momente gibt, wo du halt so von der Struktur abweichst, dass du halt das gar nicht mehr hinterher da reinbekommst. Und Was aber ja, eigentlich ich auch in meine, Ordnung ist. das muss halt jeder für sich entscheiden, wie es für einen funktioniert und Ja, dann passt das. man sollte alle Regeln kennen und sich damit auskennen und dann kann man entscheiden, was man bleiben lässt. Genau. Weil ja, es kann halt sein, dass man beim Reinquetschen nicht mehr richtig alles reinbekommt und was neu schreiben muss. Oder Ja. man sagt, es ist okay, dass es nicht reinpasst. Ja, oder Ja. das, genau. Und man muss Aber. halt wirklich überlegen, an welchem Punkt man dann sagt, okay, hier salopp gesagt, scheiße ich jetzt auf irgendwelche Schreibregeln und ich Ja. möchte das so machen und ich mache das jetzt so. Richtig. Und es ist ja auch der Punkt, wo man sagt, es gibt zum Beispiel eine große Regel, man sollte nicht zu oft die Perspektive wechseln. Also nicht tatsächlich jetzt, dass man in den Zeiten springt, sondern zum Beispiel drei verschiedene Ich-Erzähler haben. Oder teile ein Kapitel Ich-Erzähler, ein Kapitel dritte Person oder sowas. Das sollte man vermeiden. Heißt, ist ja eine dieser großen Regeln, bleibt bei einer Perspektivensicht. Ja, man kann es auch lassen. Wenn man weiß, warum man es tut und wie man es tut und weshalb man es einsetzt und sich dessen bewusst ist, was man damit eventuell auch für Probleme bekommen kann, dann kann man es halt auch quasi so Sachen mal aushebeln. Ja, auf jeden Fall. Man hat immer noch die Testbläser, um zu sehen, ob es funktioniert. Genau. Und man muss es halt auch gut begründen können. Nicht, weil, ja, ich wusste aber nicht, wie ich jetzt sonst einfliege. Ja, mein Ich-Erzähler ist ja in der Szene gar nicht dabei, aber ich will, dass die Szene da steht. Deshalb habe ich jetzt einfach mal eine andere Figur genommen. Ist halt nicht unbedingt so die beste Idee, würde ich jetzt mal so behaupten, weil einfach nur, weil ist halt jetzt, muss da jetzt halt hin. Aber wenn man sich zum Beispiel da Gedanken drumherum macht und einen Plan dazu hat und sagt, ja, das hat ein System und das passiert aus einem bestimmten Grund und ich habe mir das vorher sehr gut überlegt, ist es nochmal ein anderes Thema. Wobei dafür hat man ja im schlimmsten Fall auch noch, was heißt im schlimmsten Fall, im Idealfall, Lektoren, die da, Ja. Lekturierende, die damit drauf gucken. Das stimmt. Wo wir gerade bei Perspektive sind, ich schaue gerade die Masterclass von Dan Brown und er meinte, man solle die Figur für jede Szene die Figur nehmen, die am meisten zu verlieren oder am meisten zu lernen hat. Also. Finde ich keinen schlechten Tipp. Ja. Das kann dann auch sein, dass man dass man der Nebenfigur eine Szene gibt. Ja. Aber wenn das dann gut passt, dann warum nicht? Ja, ich glaube, das muss man halt immer so ein bisschen dann schauen, wie es passt, weil ich glaube, Dan Brown hat ja immer ein relativ kleines, festes Figurenset. So, er hat ja meistens so seinen Längden, plus halt irgendwie so ein weibliches Helferlein und dann hat irgendwie noch irgendwie so drei, vier wichtige Leute. Das heißt, es ist halt überschaubar und dann kannst du das da, glaube ich, gut machen. Aber wenn du jetzt halt irgendwie große Fantasy-Epiken hast mit irgendwie 15.000 Königreichen und irgendwie hier hast du einen Mentor, hier hast du das, ich glaube, dann kann sowas halt sehr schnell sehr unübersichtlich werden. Ich glaube, Ja. sowas, würde ich sagen, funktioniert so bei Krimi-Thriller, wo du eh so einen festen Personenkreis in der Regel hast, funktioniert es, glaube ich, besser als für so offenere Heldenreisen-Dinger, wo du von A nach B reist und lauter Leute triffst und so. Ich denke, da muss man gucken, wie das halt für einen dann Sinn macht. Auf jeden Ja, Fall. es kommt ja auch darauf an, ob man jetzt, ich meine, wenn du mit einem großen Cast von Figuren entsprechend umgehen kannst und alle Figuren so weit entwickelt hast, dass du sie als Perspektivfigur wählen kannst, ist es auch nochmal eine andere Sache, wie wenn du jetzt, wie gesagt, halt, wie Eli jetzt meinte, jemanden hast, der halt da mal dem begegnet, da mal dem begegnet und da mal dem begegnet, aber diese Figur sonst nicht wieder auftaucht und keine, nur in dieser einen Szene eine tiefergehende Bedeutung hat, ist halt die Frage, ob du sie als Perspektivfigur wählst. Ja. Das kommt dann, wie gesagt, auch auf die Geschichte an. Und was Benny meint noch, dass er eben im Chat, dass er bei Dan Brown in der Masterclass so viel über Spannung gelernt hat. Oh Ja, ja. Spannung kann er. Was mir bei Dan Brown oft fehlt, nicht immer, aber oft, ist Tiefe bei der Figurenentwicklung.
Also er hat die bestimmt für seine Figuren auch gemacht. Nur ich habe beim Lesen sehr häufig, fehlt mir Figurentiefe bei ihm. Weil ich die Bücher sehr gerne mag. Also ich lese sie sehr gerne. Es ist einfach nur so ein Punkt, wo ich sage, Spannung hat dieser Mann voll drauf. Also das gar kein Thema. Aber manchmal wünsche ich mir etwas mehr Figurentiefe, weil ich denke, dass er im Hintergrund mehr hat und es einfach in den Büchern nur nicht in dem Umfang auftaucht, in dem es auftauchen könnte. Für meinen Geschmack. Ja. Lesensgeschmackssache. Ja, auf jeden Fall. Also was ich sehr bei ihm mochte, war, dass er erzählt hat, dass er beim Da Vinci Code einen Charakter hatte namens Aringa Rosa, der einfach nur ein Red Herring war und Red Herring heißt. Und ich war so, okay, irgendwie muss ich das in meiner Story auch reinbinden, das ist sehr gut. Das Problem ist, habe ich keinen Mörder mehr, weil mein eigentlicher Mörder jetzt ein roter Herring ist. Was so die Sache ein bisschen schwieriger macht. Aber ich fand die Idee so gut. Ich dachte so, okay, dann gucke ich mal, was roter Hering auf Walisisch heißt. Das kann man bestimmt irgendwie als Namen umformen oder so. Und eventuell habe ich das getan. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist auch ein blauer Hering. Wer weiß. Ein Herz für Easter Eggs. Wenn jemand Easter Eggs in der Klasse, ein Herz für Easter Eggs. Und da ist auch sehr viel Herz für Nebencharaktere. Ja, ich bin ich habe einen sehr großen Figurencast. Ich bin ein Fan von großen Figurencasts und mir wurde ab Band 3 gesagt, mach doch bitte einen Figurenklossar. Ich habe mich jetzt für den letzten Band ernsthaft dazu durchschlagen lassen, Figurenklossar aufzusetzen, wobei ich tatsächlich eine Lesende bin, die auch vor 5 Jahren ein Buch gelesen haben kann, in dem viele Nebenfiguren vorkamen und ich kenne die auch alle noch. Mein Kopf merkt sich solchen Kram einfach. Das ist einfach da. Ich vergesse keine Figuren und ich vergesse auch keine Hintergrundgeschichten zu Nebenfiguren. Und das geht wohl nicht vielen Menschen so. Ich habe ein Glossar erstellt. Mal gucken, was meine Lektorin zu diesem Glossar sagt, aber er existiert jetzt. Ja gut, warum auch nicht? Also wenn sich das gewünscht wurde, dann... Benny tötet gerne Hauptcharaktere. Nein, Nebencharaktere. Ich töte gerne Hauptcharaktere. So rum. Ja, stimmt, ich habe es gerade nicht gelesen. Ich war gerade weg. Genau, Ich glaube, ich töte auch mehr so meine Nebencharaktere mit Hauptfunktion, wie ich sie gerne nenne. Oh ja, ich brauche mehr davon. Aber ich werde nicht verraten. Ich werde nichts verraten. Ich halte mich zum Thema, welche Figuren ich töte, jetzt hart den Mund, weil ich schreibe gerade an einem Reihenfinale. Ja, okay, gut. Okay, ja. Dazu sage ich nichts. Und weil kann man gerade meinen Töten ist okay, Hauptsache nicht platt. Aber dürfte ich denn dann meine Charaktere einfach platt fahren lassen? Geht das dann noch als Töten oder dürfen die halt nicht physisch platt sein? In die Schrottpresse geraten. Ups. Ups. Das war dann, der Handlungsstrang war zum Ende hin etwas platt. Ach was. Ach, und mir ist gerade noch eingefallen, beziehungsweise ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, zu Kurzgeschichten. Die bearbeite ich teilweise sehr, sehr häufig, weil sie mir nicht gefallen. Also ich gucke mir die Kurzgeschichte an und denke mir so, das ist einfach keine gute Kurzgeschichte. Dann lege ich sie weg und irgendwann fällt mir ein, oh Moment, ich könnte doch diese eine Sache ändern, dann wäre das eine bessere Kurzgeschichte. Das ist gut. Zum Beispiel hatte ich bei einer Geschichte sehr viel, also ich hatte, das war eine Kurzgeschichte, die hatte quasi 2 Absätze. Und mir ist aufgefallen, der erste Absatz ist Exposition. Nicht unbedingt langweilige Exposition, aber sie ist Exposition. Und das zweite ist die eigentliche Handlung. Und mich hat das die ganze Zeit gestört und ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, was es war. Ich war einfach nicht zufrieden. Dann habe ich angefangen zu überarbeiten und mir gedacht, Moment, kann ich dieses Stück Exposition, also Erklärung, nicht später reinpacken? Oh ja, das funktioniert. Und dann bin ich einfach hingegangen, habe diesen kompletten Block Exposition genommen und die Informationen Schritt für Schritt, dann, wenn sie relevant wurden, eingebaut, teilweise auch weggelassen, weil es Worldbuilding war für eine Kurzgeschichte, das nicht mehr vorkommt in der Kurzgeschichte, weil es irgendeine ein seitenlange Kurzgeschichte ist. Und dann war ich deutlich zufriedener damit. Oh, ja, und also manchmal stelle ich komplett
auch Charaktere um oder das Ende ändere ich nochmal, weil es mir nicht gefallen hat. So bei Kurzgeschichten werkele ich sehr, sehr viel rum. Da habe ich zu wenig Erfahrung mit Kurzgeschichten. Ich schreibe deutlich zu wenige Kurzgeschichten. Ja. Oh, Aber ich und. glaube, bei Kurzgeschichten geht es auch einfacher, einfach nochmal alles umzuwerfen, als halt Oh bei ja. 400 Seiten Romane. Ja, das ist das Schöne an Kurzgeschichten. Ach, und genau, wenn man die Seiten, wenn man die Kurzgeschichten oder Geschichten weglegt, ins Korrektorat gibt, in Testlesern gibt, sie einen Monat zur Seite legt, dann kann man ja in der Zwischenzeit weiterschreiben. Also um vor allem nicht, wenn man eine Routine aufgebaut hat, dann sollte man weiter in der Routine bleiben. Und dann wäre das eigentlich ein guter Moment, um Kurzgeschichten zu schreiben. Vielleicht ja sogar in derselben Welt, wenn es passt. Oder ansonsten, ich denke, das ist ein guter Moment, um Kurzgeschichten zu schreiben, in dem Moment, wo man nicht im Hauptprojekt weiterarbeiten kann. Einfach vielleicht alleine schon, um die Routine aufrechtzuerhalten. Das stimmt. An dem Punkt sitze ich gerade. So ziemlich genau an dem Punkt. Ah, sehr gut. Ich wurde zu einem Kurzgeschichtenband verdonnert. Oh, Oh, Ja, ich muss. ist doch gut. Ja, ich muss Nebencharaktere Geschichten erzählen. Habe ich erwähnt, dass ich Ah, viele wie toll. Nebencharaktere habe? Das ist Es wurden toll. so viele Fragen gestellt, dass ich jetzt Vergangenheiten erklären muss. Ich Mal finde das. gucken. Ich sammle diese Kurzgeschichten, dann werde ich mir überlegen, was davon ich veröffentlichen möchte. Das ist eine klasse Idee. Und dann habe ich wenig Übungen im Kurzgeschichtenschreiben, ne? Okay, gibt es sonst irgendwas im Chat oder von euch beiden, was euch vielleicht noch eingefallen ist? Nö. Okay, das. Es wird über ein Buchende spekuliert. Ich sage dazu nichts. Das ist, glaube ich, die beste Oha. Strategie. Nein, Sie Spoiler sterben nicht. alle und werden dann in einer anderen Welt wiedergeboren. Boah, das ist aber langweilig. Ja. Ja, eigentlich schon, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, das, Damit Nein. habe ich jetzt schon mal alle Erwartungen für meine Romane sehr tief gegriffen, weil das so mein Auffassen von großen Finalen ist. Moment, alle Naja. sterben und werden wiedergeboren? Oder alle sterben? Punkt. Alle sterben, Punkt. Ja. Also diese Reihe wird Mein nicht Held stirbt am weitergehen, weil es ist keiner mehr da. Ups, sorry, Erde implodiert. Also eigentlich, ja hier, wir haben ein klassisches Weltrettungsszenario, aber ihr wollt ja keine Klischees, also sie retten die Welt dann mal nicht. Ja, jetzt ist halt alles kaputt, Ende. Alle sterben, Oh Punkt. Mann, jetzt habe ich einen Plot Bunny. Oh, Das jetzt habe ich Bock irgendwie in so einen Superheld, der die Welt rettet, aber versagt. Und ja. er schafft es einfach nicht, diese Welt zu retten. Alle sterben, Punkt. Auch gut. Mist. Vielleicht mache ich jetzt noch eine Kurzgeschichte. Mal schauen. Oder ist es. Naja, viel Jemand hat mir Spaß. die Idee. Ich meine, zum Beispiel Avengers. Die haben das auch gemacht. Die haben es Oh nicht shit. geschafft. Jetzt hast du mir den Film gespoilert. Nein! Mir auch. Aber mich darf Nein! man spoilern, das ist Ah! nicht schlimm. Aber Ja, mich darf man auch spoilern, ich will es nicht schauen. ich hab euch nicht gesagt, wer was nicht geschafft hat. Du Hast gesagt, die lädst es Avengers haben nachher auf. nicht die Welt gerettet. Du lädst es noch auf YouTube hoch, oder? Ja. Bitte, bitte blende an dieser Stelle eine Eine Spoilerwarnung. Spoilerwarnung ein. Ja. Ah, ich wollte letztes Mal nicht Star Wars spoilern, aber. Ja, komm, ich glaube, Star Wars ist die Spoilerfrist abgelaufen. Für Avengers aber auch. Eigentlich schon, Ich weiß aber ich nicht, ob da. Ich nett. habe ihn auch nie, ich hab die nicht geguckt. Ich finde, viele Filme und viele
neuere Kinofilme habe ich rein optisch das Problem, dass mir zu viel auf der Leinwand passiert und ich mit meinen Maulwurfaugen einfach nicht geschissen kriege, was da abgeht, weil es ist groß, bunt und viel und dann sitze ich da und kriege die Hälfte eh nicht gerafft, weil ich einfach nicht checke, was auf dieser Leinwand da vorne abgeht, die ich sowieso nicht gescheit scharf sehe und dann lasse ich es lieber bleiben. Aufgrund dessen habe ich sehr viele Filme einfach nicht gesehen und es ist auch nicht schlimm. Ich bin auch niemandem böse, der mich spoilert. Man darf mich spoilern. Mich darf man auch spoilern. Ich gucke mich jucken die Reihenfolge. Ich gucke Doctor Who außerhalb der Reihenfolge. Ich kann mit Spoilern umgehen. Ja gut, also mir wurde damals, als ich mit Doctor Who angefangen habe, auch empfohlen, ich soll mit Matt Smith anfangen und dann erst bei 1 anfangen. Also dann quasi Christopher Eccleston und dann Nein, 1. 1 hat angefangen 1963. Ja, okay, also ich soll mit bei den Neuen, wenn man mit den Neuen anfangen will, dann. Ja, ich weiß nicht, ich habe die Filme aber auch alle nicht gesehen, so, also Avengers und so, weil einfach, ich mag keine Hypes. Deswegen schreibe ich über Wales und nicht Irland oder Schottland. Eli, übrigens habe ich vergessen, dir ein Foto zu machen. War letztens wo eine Serviette lag, da stand drauf, safe water, trink Wein. Oh. Ich habe dir keine mitgenommen, ich habe vergessen, ein Foto davon zu machen. Oh, schade. Aber danke, dass du an mich gedacht hast. Die lagen bei meiner Oma auf dem Küchenschrank und ich fand sie sehr amüsant. Ach, wie cool. Ja, ich meine, Wasser wird knapp, also müssen wir Wein trinken. Genau. Benny erzählt noch, dass er den Film so gut fand, dass er am Ende vom Film noch so viel Popcorn übrig hatte, weil er nicht zum Essen kam, weil Leute spannend. Okay. Das passiert mir nie. Gut, bei mir ist das Popcorn nach der Werbung schon weg. Ich esse kein Popcorn, von daher. Okay, betroffenes Schweigen. Ich habe gerade überlegt, so eine Schweigeminute für Caro, weil sie kein Popcorn isst. Nachos. Das ist in Ordnung. Aber ich persönlich bin auch eher der Popcorn-Fan. Ich trinke auch keinen Kaffee, von daher muss man nicht verstehen. Ich trinke manchmal Kaffee. Aber auch, ich bin auch nicht so ein. Also ich trinke den auch nicht jeden Tag. Da weiche ich auch von der Norm ab. Und endlich. Da fällt mir ein, dass ich mir vor 5 Stunden Kaffee gemacht habe und der jetzt kalt ist. Ah, kalter Kaffee ist auch okay. Mikrowelle. Oder hau 2 Bällchen Vanilleeis rein. Oh, ja. Oh, wir haben schon 9 Uhr gleich. Wow. Ich würde wahrscheinlich auch relativ bald irgendwo hin raiden. Ich glaube, wir haben auch alles zu dem Thema beantwortet, was gefragt wurde. Ich habe noch Themen mit abgedeckt. Alles klar, Frau Schnabi. Frau Schnabeltier oder Schnabi. Schnabi. Tschüss, Schnabi. Mach's gut. Schnabeltierchen. Danke, dass du da warst. Ich war gerade versucht, in die Kamera zu winken. Ja. Ich bin auch die ganze Zeit schon so am wild gestikulieren, als würde man mich sehen. Und dann denke ich mir so, ja, aber niemand sieht, dass ich gerade mit meinen Händen da so Dinge. Man hört nur, dass dann meine Stimme merkwürdig wird, weil ich mich so viel bewege und deswegen weg vom Mikro komme. Und ja. Nee, also. Wir sollten alles die Kameras fixen. Entschuldigung, ich muss kurz fangirlen. Oh. Sie hat übrigens auch meine Emotes gemalt. Also, ja, ich weiß. Wenn ihr schöne Emotes haben möchtet, dann. Kann Frau Schnabeltier die auf jeden Fall malen. Oder, ich glaube... Ich bräuchte noch Tee-Emotes. Weil ich mir gerade auch nicht sicher bin. Caro, malst du auch manchmal Emotes? Ja. Ah, okay. Wenn ich gerade Auftragskapazitäten frei habe, mache ich auch Emotes. Okay. Will ja nicht unhöflich sein und Werbung... Nö, alles gut. Alles gut. Okay. Also ich habe heute, glaube ich, mein Werbepensum in diesem Stream dermaßen ausgefüllt, weil ich so viel über meine Bücher geredet habe, wie ich selten am Tag über meine Bücher rede. Arthur, ich hoffe, du hättest jetzt wieder brav Karos Buch in die Hand. Ich sehe dein Lesezeichen. Es ist noch nicht sehr weit, ich habe gestern angefangen. Achso, alles klar. Eigentlich wollte ich erst anfangen, wenn ich mit Vertigo durch bin, aber wenn du heute hier warst, wollte ich ein bisschen reinlesen. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Cool, das freut mich. Wie gesagt, wenn ich es jetzt heute nochmal lese, denke ich mir auch so, ja, das würde ich anders machen. Also nicht inhaltlich. Tatsächlich rein Schreibstil und
stilistisch tatsächlich. Mhm. Hm, das könnte man anders machen und da hättest du anders formulieren können und das hättest du auch anders formulieren können und bei dem dir. Und ich denke mir, das bringt doch auch nichts. Das ist seit 2018 veröffentlicht und damit ist gut jetzt. Ja, das ist wahr. Ich glaube, es geht vielen Autoren mit ihren Debüts so. Und ich bin froh, dass ich 8 Bücher gebraucht habe, um etwas zu veröffentlichen. Weil ich glaube, es geht einem noch viel mehr so, wenn man sein erstes, zweites oder drittes Buch sehr früh veröffentlicht. Und dann haben viele Leute wahrscheinlich genau das, dass sie nach 4 oder 5 Jahren dann sagen, boah, hätte ich mal noch länger drüber gearbeitet oder so. Das passiert, glaube ich, mehreren. Ich möchte nicht sagen allen, aber mehreren. Und vor allem vielen AutorInnen, die besonders jung sind und zum Beispiel mit 17 oder 16 ihr erstes Buch veröffentlichen und dann mit so 26 mal nochmal in ihr Debüt reingucken, kenne ich viele, die dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, ah, das habe ich damals nicht wirklich so formuliert. Ich glaube dann auch inhaltlich sogar noch eher. Das weiß ich nicht tatsächlich. Also ich weiß, dass ich inhaltlich an meinen Büchern nichts ändern würde, aber stilistisch, sprachlich würde ich, glaube ich, heutzutage manche Dinge anders tun. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich schäme mich nicht so dafür, dass ich sage, ich lese es im Stream nicht so vor, wie es ist. Also von daher, Benny gibt mir recht, geht ihm auch so. Mhm. Ja. Man lernt halt von Buch zu Buch dazu. Ich finde es aber auch schön, wenn man tatsächlich AutorInnen anmerkt, wenn man ihre Werke liest und mehrere liest, dass man sieht, dass sich die Person entwickelt hat beim Schreiben. Mhm. Ja?